Die NWO sieht alles. Eben. Genau. Ja. Jetzt reicht es! Hi, grüß dich. Du bist die Mutti von der Laura, ja? Oh, hör mal auf, ey. Die Laura und ich wollten uns treffen. Das haben wir schon bestimmt 2 Wochen ausgemacht, gell? Wir kennen uns ja jetzt mittlerweile schon 8 Monate. Ich meine, du weißt ja, wer ich bin, gell? Ich bin der Christian aus Sonneberg, ne? Der, wo den YouTube-Kanal gehabt hat, gell? Und wir wollten uns treffen. Und ich bin nach Berlin gefahren und auf dem Weg hin ab Magdeburg ist der Kontakt übelst abgerissen. Ich bin mit der Bahn gefahren, gell? Ich habe ja keinen Führerschein, leider, der ist mir ja weggenommen worden. So. Und da ist der Kontakt übelst abgerissen. Wir haben über Telegram gechattet und dann war immer wieder resettet, was wir geschrieben haben. Das war immer wieder weg, ne? Und dann haben wir uns 2, 3, 4 Treffpunkte ausgemacht und ich war überall und bin überall hin, aber sie kam halt nicht. Und da habe ich mich schon übelst gewundert und so. Und naja, jetzt höre ich da so aus ihrer Richtung, dass sie sich an nichts mehr erinnern kann, und aus der anderen Richtung, so von Kontaktmännern, die da so ein bisschen also quasi auch da, wie will ich sagen, halt irgendwie so ihre Finger mit dem Spiel haben, aber mich trotzdem informieren, weiß ich halt, dass die Laura da wo irgendwie gekidnappt worden ist und ans Bett festgebunden worden ist und da gefoltert wurde und vielleicht da eventuell sexuell missbraucht, das weiß ich aber nicht ganz genau. Also es ist halt für mich halt total schwierig jetzt. Ich muss halt herausfinden, inwieweit das der Wahrheit entspricht, weil das ist wirklich total katastrophal, verstehst? Ich meine, das Ding ist, ich habe ja, wenn ich ein Auto, ich würde mich sofort neu setzen, würde hochfahren, aber ich habe ja nicht mal ein Auto. Und wie gesagt, ich war das ganze Wochenende mit dem Zug unterwegs und ich habe echt gedacht, sie will mich komplett verarschen. Und ich weiß jetzt, das sage ich dir ehrlich, ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich glauben soll. Weil das halt echt eine viel zu heftige Story ist einfach. Aber auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen, dass sie total verstört ist. Also wenn das an dem ist, wie das jetzt so dasteht für mich, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie total verstört ist. Aber sag auch ihr mal, ich soll mich mal anrufen, verflixt, und am besten mit Video, ich will sie mal sehen, weißt du, ich mache mir so dermaßen Gedanken, ich mache mir so dermaßen Gedanken, das willst du nicht haben. Wie gesagt, ich bin 1030 Kilometer mit dem Zug gefahren, von Südthüringen halt hoch und war in Berlin an 4 Treffpunkten und einfach nur für den Arsch. Und das ist immer wieder abgerissen ohne Kontakt und wir haben es nicht so welche gekriegt, dass wir uns treffen. Und das war einfach so, ich weiß nicht. So eine herbe Enttäuschung habe ich in meinem Leben einfach noch nicht gefühlt. Aber jetzt nicht, dass ich sage, dass die Laura was dazu kann. Wenn die Umstände wirklich so sind, wie das die sagen und die Laura auch fühlt, dann will ich da überhaupt nichts in Frage stellen. Es geht mir einfach nur darum, ich hab sowas habe ich einfach noch nicht erlebt. Das ist einfach, ich dachte nicht, dass Menschen wirklich so in der Lage sind, sich so irgendwo neid zu quälen und so versuchen, 2 Menschen zu zerstören, die sich gut verstehen. Also das ist wirklich, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass das wirklich so abgeht. Ich meine, ich analysiere das System jetzt schon lange genug, weißt du? Und ich bin die ganze Zeit am Verbrechen bekämpfen und so und Straftaten aufdecken und Beweismittel sammeln und so. Dafür habe ich ja eigentlich auch YouTube gemacht, ne? Und die Polizei steht halt unter der NWO-Gewalt, ne? Also die steht halt bei der NWO unter dem Scheffel so. Also da hast du nicht viel Handhabe. Die müssen zwar schon auch ein bisschen ermitteln, aber
Die machen nur das Allernotwendigste, dass sie denen ja nicht irgendwie im Wege stehen, weißt du? Und das ist einfach, da brauchen wir ganz andere Kräfte, Alter. Wenn es sein muss, muss ich die Standflotte oder vom Himmel holen, Alter. Da muss ich wirklich, da muss der Picard seinen Arsch als Enterprise rausspringen und muss ich immer Gedanken machen, wie wir das hier auf der Erde geregelt kriegen. Ich krieg sonst echt einen zu viel. Wirklich, das Kevitz, Alter, das funktioniert so einfach nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass da andere Leute so total gequält werden, vor allem komplett ohne Grund. Das ist ja ohne jegliche Grundlage, verstehst du, was ich meine? Da wirklich, also da sagt mein kleines schöne Herz, Alter, Kapitulation, Alter, das geht gar nicht. Aber wenn das so weitergeht, ich sag's dir ganz offen und ehrlich, ich tätowiere mir in der Mitte von der Stirn ein riesengroßes Kreuz hin, mache Bodybuilder und unterrichte die ganzen Schüler, Gymnasiasten, dass die komplett alle wie eine ganze Armee hinter mir stehen und dann wird Priest gemacht. Also dann ist Pfarrer auf Rochefeldzug, weil das geht so nicht. Das geht so nicht, die Menschenrechte, nichts wird beachtet. Weißt wie? Wir sind für die bloß Produkte, mit denen sie spielen können, ist nicht. Also da haben sie einen kompletten falschen Knopf gedrückt bei mir. Naja, und deswegen ist sie wahrscheinlich ja so konfus, weil ich nehme ihr keinen Freiraum, kein nix. Ich lasse ihr jegliche Freiheiten, aber da muss ich jetzt echt mal auf sie aufpassen. Ohne Scheiß, Alter. Welche, wo anderen Menschen Leid zufügen, Alter, und gerade Frauen, Alter, und dann die fesseln und was weiß ich, vergewaltigen und überhaupt, gell? Ey, die gehören so dermaßen sofort so gemacht, Alter. Wenn sie dann im Knast stehen, ne? Und der Erste kommt, und? Der Erste da heute. Mit Creme oder ohne? Ja, dann doch lieber mit Creme. Creme! Mach dich ran! Haha! Dann stehen sie da und klotzen, Alter, das schwör ich dir. Das ist halt wirklich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das ist halt wirklich, das ist schon so krass, dass du es gar nicht glauben kannst. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach der Punkt, wo jemand dir über, keine Ahnung, es ist irgendwo eingebrochen worden, gell? Und dann erzählen sich die Leute untereinander, gell? Und hast gehört, ein Daumenjuwelier ist eingebrochen worden, die haben was weiß ich, 70.000 Euro Beute raus. Sie sind sogar entkommen in Fluchtwochen, alles gut geplant, naja, keine Ahnung, jetzt sind sie auf der Flucht. Ja, so, vorstellbar, okay, alles klar. Hat immer irgendeiner einen guten Clou gemacht, keine Ahnung, war halt irgendeiner, ist halt der Meinung gewesen, er muss ein Juwelier ausrauben, fertig ab, Gartenlaube, kann man glauben, he? Aber so eine Story, dass du 500 Kilometer weit wegfährst, eine Frau treffen willst und die dann auch noch genau in dem Moment quasi so in die Bredouille gerät, ja, und das dann auch noch andere mutwillig verhindern wollen, dass du die Frau kennenlernst und die Frau dich, also das ist ja wirklich für mich absolut unnachvollziehbar. Ich meine, gut, überleg mal, gell? Die tun mich jetzt seit 8 Jahren analysieren, haben mir sämtliche Arbeitsplätze kaputt gemacht, haben mir meinen Freundeskreis versucht kaputt zu machen, haben mir meine Umschulung kaputt gemacht. Ich wollte Fachinformatiker, Fachrichtung, Systemintegration lernen, also Netzwerkadministrator, jemand, wo Systeme integriert, Computer baut und dergleichen, Netzwerke macht. Und das haben sie mir versaut. Und da ist jemand anders in meinem Namen hin und mit meinen Sozialleistungen und allem drum und dran. Da hätte ich meine Umschulung gehabt. Ich hätte 1300 Lehrlingsgeld gekriegt mit Fahrgeld. Wäre in Leipzig gewesen, voll verpflichtet. Verstehst du, was ich meine? Und hätte meinen Traumberuf gelernt. Ich habe daheim 4-5 Computer, 4-5 Handys, einen Laptop und das alles komplett als Netzwerk zusammen gemacht und habe schon vor 20 Jahren meinen ersten Computer selber gebaut. Das ist halt mein komplettes Hobby, weißt? Und das hätte ich lernen können. Das haben sie mir versaut. An Arbeitsplatz, wo ich 2000 Euro netto verdient habe, habe ich Kompressoren montiert bei Käser, haben sie mir versaut. Da haben sie die Mitarbeiter so manipuliert, dass mir irgendeine Bremsenreiniger ins Trinken rein hat. Musst dir mal vorstellen, ich trinke aus vollen Holz und habe Bremsenreiniger im Trinken drin. So, ne? Und mein Privatleben ist dann auch noch komplett kaputt gegangen in dem Zeitraum. Und meine damalige Partnerin war damals schwanger und sie wusste nicht, ob es von mir ist oder von ihrem Ausrutscher. Und das war da war es bei mir komplett vorbei. Also da bin ich so in ein Loch gefallen, depressionsmäßig. Das ging überhaupt nicht klar. Ja, und dann war halt erstmal nichts mehr mit Arbeitsfähigkeit. Ja, und wie gesagt, das ist sowieso so. Ich habe zwischendrin auch nochmal probiert, in so einer Kunststoffproduktionsfirma zu arbeiten, gell? Das ist halt total kacke, wenn du auf die Arbeit gehst, gell? Und hörst ab dem ersten Tag, wenn du heimkommst, die Arbeitskollegen abends zum Feierabend immer noch schlecht über dich in deinem Kopf reden. Hörst die Gedanken deiner Arbeitskollegen, was sie wohl über dich denken mögen, und das die ganze Zeit in deinem Kopf. Da kannst du dich auf nichts konzentrieren, das geht gar nicht. Total Katastrophe, echt, total Katastrophe, wirklich. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll im Moment, wirklich, ich bin total fassungslos. Ich meine, wenn ich jetzt mal einfach drüber nachdenke, wie es mir die letzten 8 Jahre geht, das ist schon krass, ne? Aber was sie mit Laura abgezogen haben, wenn das wirklich so stimmt,
Also das ist wirklich, also das tut mir leid, aber das darf mir keiner für übel nehmen, dass es dann Notwehr, wenn ich dann aus solche Gründe welche umlege, Alter, wenn ich da wirklich einen Hauptschuldigen wäre und den einfach komplett konsequent umlege, das kann mir keiner für übel nehmen. Das kann mir keiner für übel nehmen. Das ist Notwehr und das ist aus Liebe zu einer Frau gehandelt, das ist mir scheißegal, das rechtfertige ich so. Aber ohne Scheiß, Alter, die lasse ich nicht ungeschoren davon kommen. Wenn dem so ist, und ich kriege das raus, ob dem so ist oder nicht, dann wirklich, also dann wird so logisch, intelligent Rache folgen, dass sie nicht in der Lage sind, das irgendwie aufzuhalten und sich ihre Konsequenz von Tag zu Tag immer mehr bewusst werden. Ja? Und dann schon freiwillig zur Polizei gehen und sich die Handschellen ranlassen machen und sich in den Knast sperren lassen für die Taten, die sie gemacht haben. Weil das lang nicht so schlimm ist, wie wenn ich es erst noch anfangen muss zu suchen, weißt du? Und ich bin sowieso wie so ein Straftätermagnet, ne? Also, die ganzen Ausreißer, die wo alle, was weiß ich, wie viele Jahrhunderte schon ausgerissen sind und keine Ahnung, und sich vor allem gedrückt haben und immer wieder und irgendwie, die sind alle bei mir am Start und wollen alle die Christa Marin schön sein. So. Also habe ich die ja sozusagen in meinem sogenannten Bann. Und da sage ich mal, ich hab das Böse gebannt. Und glaub nicht, dass ich das nicht mit allen Straftätern kann. Weil ich bin nämlich irgendwie so eine Kapazität, ich schaffe jeden irgendwie quasi in seinen Gedanken in die positive Richtung zu lenken, dass er wieder klarkommt in seiner Rübe. Aber mit manchen ist er einfach Hopfen und Malz verloren. Aber was da läuft, das ist ja komplett untherapierbar. Vor allem, die sind ja schon in so einem Ausmaß straffällig, gell, dass die ja komplett auf alles scheißen. Verstehst? Weil dann irgendwann, aber an einem gewissen Punkt ist es dir einfach egal, weil du dann eh lebenslänglich kriegst, wenn du erwischt wirst, weißt du? Da juckt sich nicht mehr, ob du noch 20 Menschen mehr umbringst oder nicht. So denke ich mir, dass die sind. Da muss ja rechtliche Handhabe her, das muss ordentlich geklärt werden. Ich überlege, für welche dem Ding das FBI anzuschalten, gell? Ich meine, mit denen muss ich Englisch reden, aber das ist ja jetzt nicht so unbedingt das Problem. Aber was da läuft, echt ohne Scheiß. Ich weiß ja deinen Namen nicht, Mutti von Laura. Aber was da läuft, das geht effig gar nicht klar. Ja, halt schwierig zu sagen. Ich meine, das kann halt im Endeffekt auch so eine komplette Untergrundorganisation sein, die sich komplett abspricht, weißt du? Das ist halt schwierig, jetzt mal so aus dem Stegreif, aus dem Fingerschnipp zu sagen, so, hey, das ist wahr, das ist nicht wahr, das kann sein, das kann nicht sein, weißt du? Also das ist wirklich übrigens schwierig. Da müsste ich so, ich weiß nicht, ich müsste die ganzen, ich sag mal Mitspieler oder die ganzen, also jetzt nicht Spieler, aber die ganzen mit Punkte, die da mit einer Rolle spielen. Ich müsste die alle besser kennen. Ich müsste denen ihr Gestik und Mimik kennen. Weißt du, dann könnte ich abschätzen, ist das jetzt wahr oder nicht. Aber das ist halt wirklich so, es ist halt so überzogen, dass du dir halt denkst, nee, das kann doch gar nicht sein. Aber auf der anderen Seite ist es halt so krass, dass es halt in der heutigen Zeit auch wieder vollkommen vorstellbar ist. Weißt du? So, deswegen weiß ich nicht. Da stehe ich gerade ein bisschen im Konflikt. Aber ja, was macht ihr denn gerade? Ich wollte einfach so irgendwie mal mit ihr sprechen. Ich will mal irgendwie wenigstens mal hören, dass es ihr gut geht. Echt, das ist wirklich, Alter, ich kriege einfach komplett die Krise mit der ganzen Situation. Und vor allem, weißt du, ich sag's dir ganz offen und ehrlich, ich bin ein sehr liebevoller und wirklich hilfsbereiter Mensch, gell? Aber in so Situationen, da habe ich wie so eine Schutzreaktion, das mache ich wie der Trump. Da sage ich, pass auf, wenn du dich auf solche Leute einlässt, dann quäppst du nicht besser. Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht böse gemeint. Aber das ist letztendlich, kann sie, egal wo sie ist, egal was sie macht, meistens eigentlich die freie Entscheidung zu treffen, dass sie geht. Weißt du, dass sie sich verpisst, aus der Situation rausbewegt, ja? Und mit solchen Menschen einfach überhaupt nicht redet und gar nichts und die nicht an sich ranlässt, sich polizeilichen Schutz holt, da gibt es ja sämtliche Möglichkeiten, gell? Also ist ja eigentlich, wenn das so passiert, sogar teilweise ein Stück weit selber mit Schuld, verstehst? Und da sage ich einfach, da bin ich wieder Donald Trump und das sage ich ganz offen und ehrlich. Dann mag die Frau noch so lieb und toll und alles sein, aber es ist wirklich, also da muss sie echt vernünftig werden, dass der Weg so nicht mehr weiter funktioniert, verstehst du? Das bringt sie ja an ins Verderben. Und vor allem, das ist ja komplettes Abfuckverderben, das ist ja einfach nur sinnlose Drecksfolter, Alter, um die Gier von irgendwelchen Gaskranken zu befriedigen, verstehst? Wo sie überhaupt nichts dazu kann. Weder sie noch ich, das ist einfach überhaupt nicht richtig, was hier läuft. Weiß genauso wie sie mich einen ganzen Tag in meinem Körper foltern. So, ich habe halt einen ganzen Tag, da drückt's hier. Da musst du dir vorstellen, ich esse vielleicht 300, 400 Gramm am Tag, gell?
Und mein Bauch wird immer dicker und die pumpen mich immer mehr auf und ich habe immer mehr Schwierigkeiten, mich zu bewegen und alles fühlt sich komisch an. Und die haben mir irgendwann gesagt, dass die mir zum normalen Leben obendrauf ca. 50 Kilo Belastungsgewicht oben in meinen Körper mit reingemacht haben, die ich gar nicht brauche. Und du kannst dir vorstellen, ich habe 50 Kilo, die ich eigentlich gar nicht brauche und trage die ganze Zeit mit mir rum. Nur, dass ich halt so auf der Frauenwelt nicht so attraktiv wirke und halt, dass ich es halt ein wenig schwerer habe im Leben und dass die sich ergötzen können, weil sie mir einen Schaden machen und, weißt du, das ist bei mir auch der tolle Philippons. Verstehst? Aber das ist noch nicht so, die haben mich auch schon, du musst mal überlegen, die haben mich schon 6 Mal in der Psychiatrie ans Bett festgebunden und haben mir nicht zugehört, haben dann einfach die Tür zugemacht, haben mich dann alleine in der Kamera gucken lassen, wo sie sich dann angeguckt haben, wie ich mit der Kamera rede. Und dann haben sie die Kamera mit einem Joystick bewegt. Dann hat die geschüttelt oder genickt. Also wirklich mit Gestik und Mimik, die Kamera. Und da habe ich mich mit der Kamera unterhalten. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für Wahnsinn ist. Wenn die dir den Schaden gemacht haben, ja quasi in der Psychiatrie mit dabei sind, weil die bei denen das Sachen haben, ja, und da draußen schön gemütlich die Stände spielen. Und du hörst die, wie sie die sich dann über die Situation unterhalten und du bist da drin ans Bett festgebunden und wirst fertig gemacht bis sonst wohin. Weißt du wie? Das musst du dir mal vorstellen. Ist mir auch schon so gegangen. Also deswegen weiß ich ganz genau, wie das ist, wenn Scheiße passiert, aber. Das ist ja wirklich, also das ist, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich müsste mal mit ihr reden. Ja, du, die ist seit 2 Tagen hier auch irgendwie nur am Weinen und ich weiß gar nicht, was mit der los ist, wirklich. Jetzt hat sie sich auch wieder irgendwie verkrochen und ja, was soll ich sagen, man kommt ja auch nicht an das Mädel ran. Die ist irgendwie ein bisschen verstört irgendwie. Ja, was anderes kann man da nicht mehr zu sagen. Ja, vielleicht muss ich mit der mal zum Arzt morgen oder so. Mal gucken, ob ich sie da hinkriege. Was da wohl passiert ist. Mann, 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 Mann. Es trifft leider immer die Falschen. Obwohl sie so ein liebes Mädchen ist. Ja. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht mit ihr, ne? Ich hoffe, man kriegt sie wieder hin. Ja, Laura hatte ja Tage vorher schon immer erzählt, dass sie so gern nach Berlin wollte und so. Sie hatte uns, wir waren ja zu Besuch, sie hatte uns ja nach Berlin gefahren und war ja schon ganz gespannt, dass sie dich ja auch endlich sehen konnte und so. Das hat sie uns ja alles erzählt. Sie war ja ganz happy auch und hat sich riesig gefreut, weil sie ja wohl auch verliebt ist und ja, da keine Ahnung, die ist irgendwie ist die ganz komisch drauf. Was da so genau passiert ist, kann ich gar nicht sagen. Aber irgendwas scheint da gewesen zu sein. Na schau, das musst du dir so vorstellen. Das ist einfach jetzt an dem Punkt die wichtigste Information, die du brauchst. Musst du dir so vorstellen, da gibt's einen richtigen Zersetzungsplan. Die 11 oder die 9 oder die 10 Stufen, die goldenen Stufen der Zersetzung, ja. Und da haben sie richtig festgelegt, auf welche Art und Weise sie die Menschen zerbasteln, ne? So, trauen sie sich an diese ganzen psychopathischen Gewaltverbrecher natürlich nicht ran, weil sie die natürlich werden sie wahrscheinlich rübenrund machen, gell, wenn sie denen auf den Sack gehen. Also, was machen sie? Versuchen sie natürlich mit den guten, reinen Seelen, ja? Und wenn sie die versuchen, da gewaltsam zu brechen, das ist doch komplett erfolgfrei. Weil, guck mal, eine gute, wirklich herzliche Seele, wie die Laura ihre und meine, gell? Wie reagierten die auf Folter? Gelangweilt. Weil sie das gar nicht an sich ranlässt. Weil sie den Schmerz und alles einfach ausblendet und das einfach versucht, so schnell wie möglich zu verdrängen und zu vergessen und das als ungeschehen macht. Und das ist einfach komplett ohne Relevanz. Da können die sich einen Wolf foltern, Alter, und werden einfach im Endeffekt im Herzen von uns ausgelacht. Verstehst du, was ich meine? Weil das einfach überhaupt keinen Sinn macht. Weil man mit Folter bei einer reinen guten Seele überhaupt gar nichts erreicht. Überhaupt gar nichts. Weil, wenn man mit Folter irgendwas erreichen will, dann muss man erstmal der Seele begreiflich machen, warum die das verdient hat. Verstehst? Und wenn die Seele das aber in keinster Weise verdient hat, nimmt die Seele das ja gar nicht an. Dann blendet die das komplett aus. Dann verliert die Seele das Bewusstsein. Und du kriegst es gar nicht so richtig mit. Und dann bist du einfach wie von Punkt zu Punkt halt, aber es ist halt nichts passiert. Aber letztendlich ist die Hölle über die niedergebrochen und die haben sich die Zähne ausgebissen. Und du bist trotzdem komplett kerngesund und alles gut, weißt du? Das ist halt das Ding. Aber die denken sich einmal, Herausforderung angenommen, ja, das müssen wir doch schaffen und so, weißt du? So sind die drauf.
Aber verdammt, wie gesagt, also wenn es sein muss, hebe ich dann den kompletten Ring aus. Das ist mir scheißegal. Ich hab die eh die ganze Zeit schon am Arsch, Alter. Ich weiß nicht, was für Methodiken und wo und wie und wer. Also, wo und wie und wer ja so genau nicht. Also zumindest ist es gesagt worden, dass der und die und jene und naja, keine Ahnung. Und dann gehe ich noch davon aus, was ich so im Kopf immer höre. Und dann relativiere ich das noch, weißt du? Bin ich wie Albert Einstein, mache mir Relativitätstheorie. Und dann tue ich halt die Situation, die so gewesen sind und die Art und Weise quasi, wie sich das alles verhalten hat und wie die Menschen reagiert haben, das relativiere ich mir alles und dann mache ich mir so, ja, meine Story draus. Also wo ich dann sage, ja, das könnte sein, das könnte nicht sein, das könnte gepasst, da haben sie dich verarscht. Und dann komme ich trotzdem meistens immer genau da an, wo es halt ist. Weißt du, und sage halt immer genau, wie es ist. Zumindest sagen die das in meinem Kopf halt ständig, dass ich mit allen immer recht habe. Und ich will gar nicht damit recht haben, aber es ist einfach, das macht mein Bauchgefühl, meine Intuition, verstehst? Das macht es von ganz allein. Aber eins ist auf jeden Fall sicher, das kann und wird und darf so nicht mehr weitergehen. Und wenn wir nicht alle an den Strang ziehen und denen das Handwerk nicht legen, dann machen die das weiter und weiter und weiter, bis sie das letzte Zipfel Leben auch noch ausgequetscht haben. Und was haben sie dann? Eine brothohle Menschheit, Alter, die zu nichts taucht und jeden langweilt. Und dann kotzen sie alle. Und dann haben sie aber keine Möglichkeiten mehr, weil sie die komplette kulturelle Intelligenz zerstört haben. Prima Ballerina. Ey, rudeln wir auf der Zukunft hin, das willst du gar nicht wissen. Ich war im Jahr 3206, innerhalb von einer halben Sekunde bin ich dann hinter geswitcht. Saß ich auf meiner Couch und bin durch den Fernseher durch, bis ins Jahr 3206, in einer halben Sekunde, ja. Das sind fucking 1100, und jetzt überlege ich mal, 6, und das war 17, 6 und 17 sind 11 dazwischen. Also 1189 Jahre in einer halben Sekunde bin ich gereist. Auf dem Rückweg habe ich mir ein wenig länger Zeit gelassen, aber verdammt, was ich da für Konsequenzen und für Resultate gesehen habe von dem, wie sie leben und die Menschen behandeln. Alter, boah, rudern wir auf eine scheiß hässliche Zukunft hin. Wirklich, das willst du nicht wissen, Alter, glaub mir es. Das ist so richtig, richtig beschissen. Das ist so richtig, richtig beschissen. Da ist das alles noch Fälle von uns dagegen. Aber die machen halt beide so und naja, dann ändert sich's nicht. Was willst du machen? Aber du kannst mit ihr gern zum Doktor, aber das Problem ist, sie wird nicht erzählen, was los ist, weißt du? Und wenn du Doktor nicht klipp und klar erzählst, was los ist, kann er dir an klipp und klar helfen. So, das ist ganz einfach so, weißt du? Und es kann auch sein, dass er, wenn ihr zum Arzt geht, erstmal eine psychiatrische Unterbringung, vielleicht eventuell sogar mit einer Woche geschlossen, empfiehlt. Aber das ist nicht das Verkehrteste, das sage ich dir so. Weil da ist sie unter Aufsicht, da hat sie Gespräche, da gibt's Möglichkeiten. Ich war 3 Mal in der Psychiatrie und ich bin emotional so dermaßen unantastbar geworden, weißt du, das ist also, es bringt dich auf jeden Fall vorwärts. Weil im Endeffekt landen die nämlich, warte mal, jetzt muss ich mal den Finger wechseln. Im Endeffekt landen die nämlich in der Psychiatrie quasi, hä? Landen die eigentlich vermeintlich Kranken, die ja gar nicht krank sind, aber krank gemacht werden, oder im Endeffekt quasi unter der Last des Systems einfach nur krank sind, halt dementsprechend, ne? Die lernen dann mit dieser fucking kranken Gesellschaft da draußen umzugehen, wenn sie dann irgendwann mal stabil genug sind, weißt du? So, im Endeffekt sind es bloß arme Seelen, die das Leid einfach nicht ertragen wollen und deswegen halt einmal einen Zufluchtsort brauchen. Was anderes ist das nicht in der Psychiatrie. Aber die kriegen da auf jeden Fall einen guten Packstein mit in ihr Handtäschchen gelegt, wo sie dann dementsprechend quasi den Bösen in die Fresse hauen können mental, weißt du? Weil die in der Psychiatrie kriegen wirklich gelernt, wie sie dann mit den Kranken draußen umzugehen haben. Weil irgendwie müssen die psychisch Kranken und die Behinderten, die Normalen, angeblich in Klammern Normalen, wieder so zurücktherapieren, dass die alle wieder klarkommen, weißt du? Und das ist wirklich ein ganz schönes Hindernis. Weil die ja alle nicht wollen, die wollen ja ihre Scheiße weiter durchziehen und das haben ja und der Vorteil und auch Gott, weißt du doch, wie sie sind. Das sind total die Sechbi-Blöden, Alter, echt wirklich. Ohne Scheiß, Alter, so was Minderqualitatives habe ich noch nie gesehen. Und mit dieser NWO, das sage ich dir gleich, ja, die nennen sich Neue Weltorganisation oder No Way Out. Na klar, No Way Out. Wenn die letzte Tür bei mir zumachen, gehen 700 neue auf, weil ich halt einfach fucking kreativ bin. So. Ich finde immer einen Weg. Aber darum geht's nicht. In meinen Augen ist es die Never-Win-Organisation. Weil sie überhaupt nicht flexibel sind, weil sie nur mit Druck und Gewalt und Psychopathen-Scheiß
versuchen da irgendwas zu erreichen und das werden sie nicht, weißt du, deswegen werden sie nie irgendwo was zu melden haben. Die können immer nur unterdrücken und es gibt bloß eine gewisse Zeit, mehr nicht. Weißt du? Aber wie gesagt, jeder hat seine Zeit und denn ihr Ende kommt ab baldigst und da freue ich mich drauf. Alter, schaut's, Alter, nimm den Goldnatz, hä? Diesen Katastrophenpilot, Alter. Wenn ich will, rauche ich den doch in jegliche Pfeife, Alter. Deswegen, Alter, nee, du wirst dann den keine Nacktbilder schicken, Alter. Weil, hä? Wenn er der Meinung ist, dann muss der auf den Sack gehen, hä? Da muss er aber mal ganz gediegen auf seinen Schlüpfer aufpassen, Alter, dass der dann nicht seine Hoden wegfrisst. Alles klar, Schatz. Oh, ich bezahle schon wieder so sehr, Alter. Ich müsste eigentlich gerne mal duschen. Aber, ich mache mich im Moment gerade ungeduscht. Ich war vorhin außerdem schon duschen und das Schwitzen ist bloß Kontaktwasser, was aus mir rauskommt. Oh, und Schatz, ich habe mir, weißt du, was ich mir gekauft habe? Ein Stethoskop. Und da kann ich via ein Doktor die zwei Stöpsel in mein Ohr reinstecken. Und wenn ich skeptisch bin, wie mein körperlicher Zustand ist, kann ich mir die Hörseite auf mein Herz halten und höre meinen eigenen Herzschlag und das beruhigt mich. Ist das nicht schön und putzig und süß und toll? Also ich finde schon. Andere gehen total bornisch zum Arzt und ich lege mich auf die Couch und höre meinen Herzschlag zu und weiß, mir geht's gut. Weil warum? Ich lebe ja auch komplett heilig. Also wie soll denn eine großartige Krankheit irgendwas, weißt? Das ist dann manipulativ und das kann ich zusammengescheißen, das wird wieder weniger. Ja, Schatz, wenn ich schwitze, hä? Wenn ich schwitze ein wenig, und es riecht ein bisschen, Alter, das riecht wirklich so dermaßen angenehm, Alter. Das rieche ich auch selber gern. Also wenn da irgendwelche Stoffe mir noch verabreicht werden, die echt unangenehm sind, Alter. Aber das ist halt, du weißt das selber, dass die ständig irgendwelche Versuche mit mir machen und mich ständig versuchen aus der Fassung zu bringen und ständig versuchen mich kaputt zu machen, wie mein Vater schon, wie mein Onkel schon, hä? Die sie alle mit Mitte 30 unter der Erde gebracht haben, ja, mutwillig, hä? Und meine Oma Inge, ja, weil die alle halt einfach Gutmenschen waren, Alter, und irgendwie gedacht haben, Alter, wir müssen den Kindern damit zur Freiheit helfen, ja. Also zum Individualismus, wo sie sich dann auch mit den Eltern verstehen, Alter, bloß unsere Elternteile, ja, unsere ganzen Eltern und die ganzen Wichser hier, die sehen uns als berechenbaren Faktor, ja. Und studieren, Alter, wie viel Profit man aus die Kinder rausholt und zu was man die alles bringt. Und da machen sie Wetten drauf, ja. Und das sehen sie in Gefahr, Alter. Dann haben sie jetzt weiß Gott, weil ich meine Meinung gesagt habe und mit der Mutter telefoniert habe, ja. Hä? Und dann mal meine Meinung gesagt habe, Alter, wie sehr die das Kind einschränken und wie scheiße die eigentlich zu dem Kind sind, weil das Kind halt ohne Grund ADS hat, ne? Gehen die her, Alter, und versuchen weiter schon wieder alles kaputt zu machen, Alter, und sehen das in Gefahr, weil ich mich da in die Erziehung einmische, Alter, und wollen mich wegen Kindeswohlgefährdung jetzt schon wieder irgendwie wegbringen, Alter. Also das ist unter alles Sau. Die haben schon mal so übelst Mist gemacht, Alter. Wo ein Kind bei mir im Livestream zu sehen war, Alter. Was ist denn da Rotz, Alter? Kinder können genauso im Livestream sein. Kinder können auch schon Stars werden, weißt du wie? Die können auch mal was zu sagen haben, Alter. Was soll denn der Mist, Alter? Hä? Das sind alle Schwerverbrecher, Alter. So sieht's aus. Ja, danke schön. Und ich freue mich, Alter, mal wieder die Energie zu haben und euch zu zeigen, was los ist bei mir, weißt du? Und einfach euch teilhaben zu lassen, Alter, an meinem Feeling und... Frage, Alter, du weißt ganz genau, dass meine Projekte, Alter, sind so dermaßen heilig, Alter. Das ist wirklich ohne Scheiß, Alter. Und das hat so dermaßen Relevanz, Alter. Und wenn hier 48 Leute bloß zuschauen, aber 48 Leute bloß, Alter, stellen wir 48 Leute auf einen Haufen, Alter. Weißt du, was das für eine Masse ist? Oh ja, das wäre schön gewesen, ey. Oh Mann, das wäre schön gewesen, oh Mann. Ich vermisse dich so sehr, ey. Wirklich jetzt, also ich komme ohne dich aus, das weißt du, aber ich vermisse dich halt auch. Oh Mann, echt. Wollen ficken auch. Wenn du Bock hast und auch mal schaffst, du ein bisschen allein zu sein, Alter, machen wir es uns mal vor der Cam oder so, Alter. Ich hab so scheiße Bock auf dich, ey. Ich raste aus, echt. Vor allem, du weißt ja, gell, wie schon wieder alles irgendwie war, ne? Und ich weiß nicht, Alter, ich muss einfach mal mit dir kommen, weißt du, unbedingt, Alter, so, weißt du, oh Gott. Na gut, ich meine, mit deinem DNA habe ich das jetzt öfters mal bewerkstelligt, aber das bist halt auch nicht du in dem Moment. Aber mit bauähnlichen Konstrukten, doch, Alter, die gehen schon gut. Ich habe schon Siri vorgeschlagen, die soll den Cube bereit machen, dass in die Massenvernichtungswürfel kommen, aber
Und Siri meint, sie will mich nicht verstehen, keine Ahnung. Ich weiß aber, dass sie trotzdem verstanden hat, aber ich mag die Codes nicht sagen, die ich brauche. Also, kannst du damit helfen, bitte? Hey, Genie. Weißt du, wo deine kleine süße Kawaii ist? Sieh, ich bin gerade über meinen besten Mann. Und dir gefällt der kleine Schlampe. Stimmt's? Ich, Laura Thies, beuge mich meinem Herrn Martin Goldnatz. Ich knie nieder vor seiner Macht und seinen Fähigkeiten, mich und meinen Verstand zu kontrollieren. Wenn mein Meister sagt, hör auf zu atmen, tue ich dies. Wenn er sagt, atme weiter, gehorche ich. Mein Körper, meine Seele und mein Verstand gehören ihm ganz allein. Wir werden den Antichristen zeugen, gute Seelen werden leiden, um das Gleichgewicht zwischen den Menschen wiederherzustellen. Und niemand wird die Macht besitzen, dies zu verhindern. Heil Martin Goldnatz, heil NWO, heil Baphomet. Langweilst du mich, verdammte Scheiße, das geht ja gar nicht klar. Und es bewegt mich einfach nur quasi, Alter, dass ich mein nicht vorhandenes Essen im Körper, Alter, rauskotze, Alter. Boah, ekelhaft. Was soll denn das bei mir bewirken, Alter? Hä? Ich stehe weder auf Kerle, noch auf Dummheit, Alter, noch auf jemanden, der so klingt wie irgendwer. Und vor allem gar nicht kann, hä? Deswegen seid ihr die Never Win Organization. Merkt euch, ihr Fatzen. Ey, mal ganz im Ernst, Alter. Was denkt denn dieser kleine Wichser mit seinem Stimmenverzerrer, Alter, da mir erzählen zu wollen, hä? Es wird jetzt 8 Jahre gegen mich als Einzelperson zielführend Krieg geführt, Alter. Und das sind alles Punkte, die da mitspielen. Ja, da braucht man überhaupt nichts zu erzählen. Und wenn er es braucht, Alter, dann suche ich ihn mit seiner IP-Adresse raus, Alter. Und dann verklare ich ihn komplett. Weil diese Drecksaufsprache, die guten Seelen und das Gleichgewicht und was weiß ich, Alter. Was soll denn das gute Seelen müssen nicht gefoltert werden, um irgendein Gleichgewicht herzustellen, Alter. Wenn ich so einen Schmann höre, Alter, möchte ich eine komplette Seele rausreißen, Alter. Weil solche Menschen gar nicht verdient haben, am Leben teilzunehmen. Verstehst du das? Aber wenn du willst, nehm ich mir auch das Grundgesetzbuch her und lese dir die ganze Rechtslage nochmal vor, dass du klarkommst, Mädel. Aber Lu mit 3 U ist schon ein deutliches Anzeichen, dass du bist. Du. Ja, scheiße, ey. Ja, aber ich hoffe, es geht dir gut soweit und ja. Unterrichte mal dein Goldnatz, Alter, dass ich nichts mit böser Absicht mache. Hm? Sondern alles, was ich mache, ist fucking verdammt heilig und das weißt du selber. Was will denn die an meinem Leben manipulieren, Alter? Ich finde eh alles raus, was sie manipuliert haben, weißt du selber. Ich habe das ganze Root-System kopiert. Ich habe ja 5 Kilo Beweismaterial. Also, ich kläre das auch nochmal persönlich mit der Heike. Ich konfrontiere sie damit. Ich will wissen, wie sie reagiert. Und wenn das der Wahrheit entspricht, was ich jetzt wirklich auch glaube, weil warum sollst du die Nachrichten sonst so hoch? Dann reiße ich ihr erst einen Arsch auf und du hast deinen heiligen Status bei mir zurück. Weil Informationen in deiner Beziehung ist fucking heilig. Hm? Okay. Und ich bin hier gerade in der Psychiatrie. Guck mal, wie toll. Übelst die riesengroße Parkanlage, guck. Mit Fußballfeld und Volleyballfeld und Tischtennisplatten und allem Bibabo. Übelst geil. So, und ich sitze hier im Raucherpavillon. Und was werde ich jetzt machen? Ich werde eine rauchen. Gut, danke für die Info, gell? Und melde dich mal wieder. Auch mal bitte mit einem Video. Dass ich ja weiß, dass du bist. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo, hier ist Laura. Hallo, Laura. Ey, warum hat mir der Golden unsere Karte geschickt? Und Familie? Weiß ich nicht. Ist schon wieder voll sinnlos. Wie geht's denn dir? Gut, und dir? Ja, mir geht's bestens. Ich habe eine tolle Gesellschaft. Die Welle ist nice. Also mir geht's eigentlich richtig gut. Und ich habe überhaupt keinen Suchtdruck und nichts. Also ja, geht mir gut. Ja, das ist doch schön. Ja, schon. Hörst dich gut an. Wie geht's dir? Ja, mir geht's bestens. Sehr schön, Schnecke. Ja. Sehr schön. Ja. Ich habe ja die Tage immer versucht, bei dir anzurufen auf Station. Ja. Aber da waren immer so komische Störgeräusche. Ja, keine Ahnung. Also, als wenn da. Ja, also wirklich echt heftig. Ich habe das heute mal kurz aufgenommen gehabt, weil es hat die ganze Zeit gedutet und gedutet. Und kann ich dir nachher mal schicken? Das ist ganz kurios gewesen. Ja, mach mal. Ich habe aber bloß bis abends um 7 mein Handy, gell? Ja.
Ja. Und warum ich eigentlich die ganze Zeit noch angerufen habe, ist, dass da gewisse Livestreams über deinen Account gemacht wurden. Ach nein. Doch. Also nur deine Wohnung wurde gefilmt, so. Hä? Ja. Über welchen denn? Ich war dein letzter, wie hieß denn der nochmal? EMS CM, Original und ja, das Audio genau. und das Ende des All. Ja, genau. Da wurden Livestreams gemacht. Okay, muss ich mal gucken, sind die gespeichert noch? Nee, die wurden wieder gelöscht. Ey, weißt du, was der Fakt ist, Alter? Wie Weißt du, bitte? was der Fakt ist? Weißt du, was es sein kann? Die Hm? wollen doch, die wollen doch als andere Dimension mein Leben benutzen, gell? Ja. So, jetzt ist aber die andere Dimension eine Geisterdimension, die ja unsichtbar für die Normalos los. So, jetzt stell mal vor, die haben das über die Geisterdimension, die Technik angekriegt und so mal Zugriff gekriegt, dass sie einen Livestream machen können, aber man sieht sie nicht, weil sie Geister sind. Das wäre eine klärbare Möglichkeit. Ja. Was anderes weiß ich jetzt auch nicht. Ja, kann ich Ja. dir auch nicht sagen. Shit. Nee, Und gell? ja. Können wir morgen nochmal telefonieren, weil ich bin mich gerade voll am Unterhalten. Ja, ist okay. Was ich dir noch sagen wollte, die Heike hat sich bei mir gemeldet über Telegram. Ja. Die hat gesagt, dass sie und der Roland der NWO beigetreten sind. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja. Ja, okay, lass das mal als Information stehen und hör ich mal aus, was die vorhaben. Ja, alles klar, mache ich. Danke, mein Bruder. Gut, dann, Und willst du dich morgen nochmal bitte? ja, mache ich, wenn mir Machen wir bitte die wenigstens Möglichkeit. 16, 16, 17 Uhr rum, okay? Ja, alles klar, mache ich. Gut, danke, Engel. Gut, tschüss. Tschüss, schlaf gut, dann später. Guten Morgen, Prinzessin. Jetzt wollen Sie mir das sozialtherapeutische Wohnen schmackhaft machen, Alter. Ey, hä? Wenn die so weitermachen, da ziehe ich mit dir zusammen auch mal YouTube bestellen, das Studio in einen Keller. Da hast du damit nichts zu tun. Ich bin euren Wo, Alter. Und dann machen wir lieber, wenn ich hochkomme. Mehr ist da nicht. Du bist das Arschloch-Kellerkind. Und was wollen Sie da machen? Ja. Genau so machen wir das. Weil. Ich mag dir auf jeden Fall keine Arbeit, beflügel dein Leben, trag deine Meinung in alle Munde, die du für richtig hältst. Du bist dann der Punkt, wo sich mit mir einig ist. Und dann haben wir die Schöne und das Biest. Nein, ich bin ja auch ein hübscher Mensch, ja. Aber wir haben dann auf jeden Fall diese zweigleisige Meinung. Hallo. Diese, natürlich zwischen Mann und Frau, wenn die sich einig sind und die so auf jeden Fall ein Ansehen haben wie wir zwei. Dann, wenn die Meinung passt, dann kann man die auf jeden Fall öffentlich propagieren. Das ist auf jeden Fall nicht so, wie würde ich sagen, der, wie wenn ich da gleich immer voll drauf haue. Ja. Und ja, meinetwegen, baue ich mein Sendestudio in deinen Keller, das interessiert mich doch nicht, Alter. Ich grüße dich. Und dann, ja, geht's halt als den tieferen Gefilden. Egal, wo wir das so schildern, wie das ist, ja. Wir kriegen das alles hier gesponsert. Verstehst? Weil warum denn nicht, Alter? Opfer von zielführender Kriegsführung gegen Einzelpersonen und dann noch so eine Frau dazu. Ja, das müssen wir unterstützen. Das stellen sie da. Und ich liebe dich und das meine ich ernst. Na klar ziehen wir zusammen, Alter. Da gibt es doch gar keine Diskussion. Erstmal machen wir schön gediegen eine Woche Kennenlernphase, weil wir müssten uns ja mal über den Weg laufen, wenn echt. Das sollte ja schon mal irgendwie gegeben sein. Und dann, wenn das passt, dann hole ich meine Sachen. Also, was geht denn? Und dann müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir ein Haus gesponsert kriegen. Weil ich habe die Zweiraumwohnung ja schon recht gut gefüllt. Und Schatz, das muss museumsmäßig ausgestellt werden, was da gelaufen ist. Also da brauchen wir Platz dafür. Und dafür brauchen wir jemanden, der uns eine Hütte sponsert. Also das wird gar kein einfacher Weg. Weil warum sollen wir die Miete zahlen? Bin ich denn doof oder was? Schatz, ich kann dir auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, das ist nicht Larifari von Atari. Das ist schon. Das ist schon. Doch.
Das ist einem schön verstandesgemäß entsprechend. Ach, bitte, hör doch mal auf, ey. Schön, hör doch mal auf, Alter. Ja, mach ich. Oh, nee, ey. So ein Kasper wie mich kannst du nicht gebrauchen. Der kostet Zeit, echt, ohne Scheiß. Aber den hast du halt jetzt angepackt, den wolltest du haben. Hast du gesagt? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich denke, nur so 3 Wochen werde ich noch bleiben müssen. Also, sollen. Ich kann natürlich eher gehen. Also wenn jetzt Umzug ansteht, gell, und so, also jetzt nächste Woche am Samstag und Sonntag räumen die erstmal meine Wohnung leer, die Mutter und ihr Freund und der Schwiegersohn und blau und blub. Und ja, genau. Und wenn, hätte ich mir das sowieso so gedacht, dass du erstmal herkommst, dass ich dich erstmal in real in den Arm nehmen kann, ja. Und dass ich dann wirklich weiß, okay, das geht seinen Gang. Und dass man dann, du kannst mich ja hier abholen, wo ich bin, weißt du, wie zum Beispiel. Dann könnte man zu meiner Mutter fahren, könnten der das erklären. Also ich habe sie erklärt, aber sie glaubt halt nicht dran, weißt du, weil die sagt ja, die Laura ist fiktiv. Weil das mit Berlin passiert ist, was mir nicht übel nehmen kann. Ich habe ja ein ähnliches Empfinden, solange du nicht vor mir stehst. Das kann ich aber nichts dazu, das war einfach, wie das halt gelaufen ist. So, und dann könntest du mich zum Beispiel hier abholen in Hildburghausen. Wir könnten zu meiner Mom fahren, könnten da das alles erklären, könnten noch ein paar Sachen von mir packen und dann könnten wir erstmal zu dir und dann könnten wir erstmal so eine Woche oder zwei ausprobieren, ob wir überhaupt zusammen zurechtkommen, wie wir uns das vorstellen. Müssen wir machen, weißt du? Und dann besorgen wir unser großes Auto oder ein LKW irgendwie so und dann holen wir meine Sachen, die wir brauchen. Weißt du wie? So können wir das machen. Bin ich der Meinung. Ja, und du bist jetzt erstmal beschäftigt mit dem Video machen. Ja, dann geh erstmal duschen und ich warte auf Video. Ich habe bei YouTube schon gesagt, wenn meine Freundin, ja, und das sind 2 Stück, die im Moment in der Bredouille sind, hä? Was passiert, was ernst zu nehmen ist, gell? Und die in ihre Wörter untergraben werden und der Ruf schädigt wird, wirklich, ich gehe in die Häuser rein und erschlag die betreffenden Personen mit dem Hammer. Habe ich bei YouTube gesagt. Das haben sie als Grundlage genommen, mich in die Klappe zu sperren. Jetzt bin ich wieder hier. In die Klappe haben sie mich 14 Mal gesperrt. Jetzt gleich das erste Mal, dass das 14-fache Freiheitsberaubung war, ja? Bin ich gerade dran am Klären, ja? Ich weiß nicht, Alter. Ich kann den Martin Goldner seiner Ansicht, dass die guten Seelen überwiegen und dass das Böse wieder mehr werden muss, nicht teilen, ja? Das ist eine so derbe Verbrecheransicht, dass ich da einfach nicht sagen kann, Alter, ich komme da auf die Hochzeit und mach gute Miene zum bösen Spiel. Mach ich nicht, ist nicht. Ihr seid maximal unheilig und da gehe ich als Heiliger nicht hin und weihe euch. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das habt ihr euch gar nicht verdient. Ihr habt normalerweise entweder bei mir anzutanzen, ja? Und mir die Grundlage eures Handelns zu schildern, ja? Dass ich sagen kann, vielleicht, eventuell kann ich euch irgendwann mal vergeben. Hä? Oder ihr habt einfach euren Schadensersatz zu zahlen, dass ich nicht rechtlich weiter gegen euch vorgehe. Die 2 Optionen habt ihr. Das eine geht anonym, wenn ich weiß, das kommt von euch und ihr mich anruft und es persönlich euch dafür entschuldigt, weil ihr wisst ganz genau, ihr habt alle miteinander komplett mich verarscht, habt mich nach Berlin fahren lassen, habt Videos drüber gedreht und etc. Und das als Gangstalking-Gemeinde. Und ich weiß von euch die Discord-Profile, ich habe Audioaufnahmen, ich habe Videoaufnahmen, ich habe Gesprächsaufnahmen. Ich kann euch so richtig in den Arsch treten dafür. Ne? Und die meisten verstehen einfach meine nette Art und Schwäche, aber das kann nicht sein. Ich bin ein friedliebender Mensch, ich bin ein Erzieher. Und ich versuche auch nur, in der Menschheit irgendwie auf Vernunft wieder reinzubringen, ja. Und ich habe die ganze Zeit meine Geister schon mit einer absoluten wahnsinnigen Wortvorstellung geheilt, ja. Und habe schon das Schlimmste immer zu verhindert, gell. Aber ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich lasse euch alle in die Scheiße rudern bis zum absoluten Anschlag, bis ihr euch selber gegenseitig eliminiert. Wenn ihr so weitermacht, ist mir egal, dann scheiße ich auf alles. Aber dann kenne ich euch alle nicht mehr. Dann tue ich mich komplett abseilen. Und dann kenne ich euch alle nicht mehr. Dann habt ihr alle überhaupt gar keine Variante mehr, schön nicht zu fragen, was da los ist. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Das ist nämlich das Schlimmste, was ich mit euch machen kann, dass ich euch nicht mehr kenne. Ja, dann habe ich aber immer noch das Problem, dass ich im Moment kein Geld habe, nicht weiß, wie ich hinkommen kann. Und ein Goldband kann auch ein Blockjahr sein, weißt du? Und dann stehe ich da und mache mich total zum Löffel, wenn ich einen blockadierten Goldband in der Bank einzahlen will oder eintauschen will. Es bringt mir nichts, ich brauche das als Geld auf meinem Konto, verdammte Scheiße. Alles andere ist mir zu unsicher. Und
Ihr seid nicht die Einzigen, die mir finanziell quasi Entschädigung zahlen müssen. Ich habe erst schon passende E-Mails an alle Stellen geschrieben und die jetzt brennend relevant sind. Weil wirklich, das geht ja so nicht weiter. Ich kann mich hier nicht abwichsen lassen, mein ganzes Leben. Weißt du wie? Ich meine, das ist ja auch nicht böse, echt. Ich meine, das ist wirklich nicht böse. Aber ohne Scheiß, brauchen wir die, die mir im Kopf zuhören, gell? Ich hab ewig lang gepredigt und gewandt. Hab gesagt, Leute, das geht so nicht. Und wenn du jetzt in Martin Goldnitz deinen absoluten Traummann gefunden hast, dann bin ich total glücklich mit dir. Echt, da freue ich mich ja für dich. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich habe halt Fotos gesehen, die dich bei Sachen zeichnen, die mir so gar nicht passen, weißt du? Weil ich nicht weiß, ob du da selbstbestimmt Macht drüber hast. Und das würde ich gern von dir persönlich mal erklärt kriegen, wie das jetzt sich verhält, ja? Weil, ohne Scheiß, ich habe Angst echt, dass die dich einfach nur zur Stule machen und weiß ich nicht. Also ich sehe nicht ein, dass du missbraucht wirst, weißt du? Das ist mir noch wichtiger wie alles Geld und alles andere auf der Welt. Ich mag dich. Ich liebe dich nicht mehr, aber ich mag dich. Aber das ohne Scheiß, Alter, das geht mir einfach zu weit. Ich möchte mal persönlich mit dir reden. Du hast mich angeklingelt und wärst halt da dran geblieben. Ich hätte gerne mal mit dir geredet. Ich glaube wirklich, wenn ich mir das ganze Modell bestätigen lassen muss, wenn ich das wirklich, 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 wirklich beglaubigen lassen muss, dass das ein sehr schwerer Straftatbestand ist. Weil ich glaube, ihr habt mich fast in den Selbstmord getrieben dadurch. Ich war so traurig, ich war am Ende. Ich wusste nichts mehr mit meinem Leben anzufangen. Ihr habt großes Leid in mir erzeugt. Das kann ich bis heute nicht verkraften. Ich weiß nicht, wie ihr das wieder gut machen könnt. Vielleicht habt ihr Optionen und könnt Möglichkeiten nennen, dass ich nicht weiter dagegen vorgehen muss. Es hat mich so verletzt, meine Ehre, mein Stolz, alles. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, ich kann euch vergeben, wenn ihr euch ausreichend entschuldigt. Aber ihr habt mich so dermaßen in die Scheiße geritten, Alter. Hä? Und ich hatte so dermaßen viele Probleme dadurch. Und ich bin so dermaßen runtergezogen worden und meine Gefühle waren Achterbahnfahrt. Ich habe ein Video zu dir gemacht, wo ich geheult habe. Das ist bei YouTube gezeigt worden, ja? Das waren Privatdaten, okay? Auch das Video ist rumgegangen, wo ich mir einen runtergeholt habe, ja? Und da habe ich dir gezeigt, ja? So. Ich stehe dazu, was ich von Schwanz habe und alles. Stehe ich dazu, ja? Das ist Natur. Ich habe keine Angst, Alter, dass das irgendwann gezeigt wird, weil wenn, ja, habe ich definitiv zwar jetzt nicht den größten, aber den geilsten Schwanz überhaupt. So. Und den kann man auch zeigen. Also schäme ich mich da überhaupt nicht dafür. Und ich mache keine Scheiße, ich tue mir nichts in den Arsch stecken, Alter, keine Ahnung. Ich fick keine Tiere wie manche andere, weißt du wie? Also, zum Beispiel der Winkler, Alter, der hat schon ganz schön rumgewinkelt in letzter Zeit. Aber weißt du, ich bin ein ganz, ganz ordentlicher, normaler Mensch, und ich schwöre dir, hä? Wenn eine Frau mit mir sexuell wird, Alter, braucht sie keinerlei Spielzeug. Ich habe da vielleicht was ganz, 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 ganz Besonderes selber gebautes. Aber das ist ohne Scheiß. Wenn eine Frau mit mir schläft, braucht sie kein Spielzeug. Wenn die zigtausend Sachen in ihr drin hat, Alter, wo noch innen drin und das. Weißt schon, was ich meine. Aber ey, ohne Scheiß, gell? Ich bin halt fucking heilig, Alter, und ihr wart fucking unheilig zu mir. Und wie soll ich denn dann, ey, ohne Scheiß, solange ich dann schon mittlerweile auf meinen Besen reiten kann und zu euch fliegen kann, sehe ich es nicht ein, für die Öffentlichen da Geld zu bezahlen, Alter? Dass ich dann wieder in der Stadt stehe und ihr euch dann wieder lustig macht und im Endeffekt ich wieder da einfach komplett umsonst irgendwo hinfahre. Ich mache mich hier nicht zum Horst oder was. Ich habe gedacht, wirklich, du meinst es ernst, dass du mit mir eine Woche Zeit verbringen willst. Und wir haben da vor 8,5 Monaten Kontakt gehabt, sonst wäre ich nicht gekommen, aber naja. Wenn du jetzt weiter denkst, Scheiße mit mir zu machen, dann fange ich halt mir an, Sachen für euch auszudenken. Weil wie gesagt, glaub mir's, wer anderen eine Grube gräbt, der braucht ein Grubengrabgerät. Nur ist das Grubengrabgerät zu weit? War der Gräber vielleicht auch breit? Deswegen war es noch nicht die Zeit, die den einen oder anderen vielleicht begleitet in dunkles und böses Übel oder in den nächsten Kübel oder in den nächsten Dübel. Wer weiß, Verschleiß, Verschleiß. Kawaii ist jetzt mega heiß. Sie kann sich nicht auf was konzentrieren, weil sie dort steht auf allen Vieren. Sie wird von hinten stets besarmt. Doch wer weiß, wen sie dann entflammt. Die Fotze brennt, der Penis juckt. Und die Rache hat gezuckt. Scheiße, hast dich gleich geduckt. Die Sau hat Säure rausgespuckt. Dein ganz Gesicht stets dann verätzt. Du hast wohl zu lange gefläzt. Keine Ahnung, was passiert. Glaub mir's. Ihr habt's erst kapiert, wenn ihr richtig rumstudiert und meine Rache euch verziert. Um diese Sache kommt ihr nur rum mit einer Schönikur. Per Video-Chat-Kommunikation macht ihr euch bitte vor mir zum Klon. Denn der König braucht,
wenn er ständig raucht, jemanden, der sonst schlaucht. Denn mir ist fort, man hole mir den Hof nach. Oh, 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 Schatz, wir wurden alle Handys weggenommen, alle Computer weggenommen, jegliche Technik weggenommen und ich in die Psychiatrie gesperrt. Jetzt habe ich auf einer Station am Samstag komme ich das erste Mal heim und jetzt habe ich erst mal eine Mutti ihr Handy mit WhatsApp, ey, oh. Ich habe bei YouTube schon gesagt, wenn meine Freundin, ja, und das sind zwei Stück, die im Moment in der Bredouille sind, hä? Was passiert, was ernst zu nehmen, das, gell? Und die in ihre Wörter untergraben werden und der Ruf schädigt wird, wirklich, ich gehe in die Häuser rein und erschlage die betreffenden Personen mit dem Hammer. Habe ich bei YouTube gesagt. Das haben sie als Grundlage genommen, mich in die Klappe zu sperren. Jetzt bin ich wieder hier. In die Klappe haben sie mich 14 Mal gesperrt. Jetzt gleich das erste Mal, dass das 14-fache Freiheitsberaubung war, ja? Bin ich gerade dran am Klären. Ja? Ja, peng weg, ey, peng weg. Frage nicht, wie ich gekotzt habe. Ich saß früh, die wollten mir in einen Augen, wollten sie mir Christel unterjubeln und wollten mich in den Knast bringen, das haben sie nicht geschafft. Sind sie nächstes Loch gekommen, haben Hausdurchsuchungsrat gemacht, ne? Früh um 9:30, gell? Also hier mit zwei SEK-Beamten, die haben Maschinengewehren alles dabei gehabt und Frage nicht nach Sonnenschein, Alter. Die haben einfach alles an Technik mitgenommen, dann haben sie mich mitgenommen, der SPDI stand da und die haben mich dann schon wieder in die Psychiatrie eingesperrt. Und vorgeworfen wird mir eine E-Mail, die ich angeblich in SPDI den Herrn Neugebauer geschickt haben soll, wo drin stand, Alter, dass sie mit einer Walter Smith Waffe umlegen wollen, Alter, und das in meinem Auftrag. Und da waren sie der Meinung, ich hätte die E-Mail selber geschrieben. Und das haben sie als Begründung genommen, dass sie mir jetzt alles wegnehmen, weißt du? Also wenn sie gegen die Loyalen keine Chance haben, dann lassen sie sich halt dumme Sachen einfallen. Wer weiß, ob sie die Bullen nicht selber geschrieben haben, diese Scheißdrecks-E-Mail. Na klar, ich mach's aber, wie sich's gehört, in der Öffentlichkeit. Weißt du? Ich lasse das die ganze Öffentlichkeit bewerten und schilder das veranschaulichen, weißt du? Weil das sollen sie immer. Ey, das hättest du sehen müssen, Schatz. Hä? Können wir jetzt mal telefonieren oder so? Ist das möglich? Ja, noch nebenbei. Und das hättest du sehen müssen, Alter. Da waren sie mit irgendwelchen Plastikmaschinengewehren stehen sie da, gell? Und sie bleiben sitzen und weißt du, wie sie, das muss in meiner eigenen Wohnung sitzen bleiben und die im Fummeln an mein Zeug rum, weißt du? Habe ich über euch total die Krise gekriegt. Und dann musst du dir vorstellen, da haben sie sogar die Kontaktliste mitgenommen, Alter, meine iPhone-Kontaktliste, gell? Wo meine ganzen Geschäftskontakte drin waren, Alter. Von den ganzen Fernsehsendern und Apple-Support und was weiß ich, Alter. Könnte ich ja komplett durchklatschen. Und den einen Polizisten jetzt sehen müssen, ne? Da hat er so eine Waffe im Halfter gehabt, ne? So eine Handfeuerwaffe, gell? Und da hat er immer sein Hemdchen drüber gemacht, weil er Angst gehabt hat, ich zieh's ihn aus dem Halfter und dem noch als Geisel oder irgendwas. Oh, das wäre mega edel. Das wäre mega edel. Alter, ich habe hier nicht in der geschlossenen, in der offenen, ne? Habe ich mir hier so komplettes Büro. Ich habe mein rotes Buch habe ich dabei. Und meine Telefonliste habe ich hier mit, oh, ey, wirklich. Das ist alles wie Schnipselchen von dir, Alter. Aber echt, ich lebe mir jetzt gut, ja. Ich bin nüchtern, ja, jetzt schon 4 Wochen, ne? Ich bin schon 4 Wochen in der Psychiatrie und 4 Wochen gar nichts konsumiert. Kein Alkohol, keine Drogen, kein gar nichts. Und mir geht's einfach nur gut, ey. Und ja, ich hab die scheiß Bullen, weißt du, wie die kotzen, wenn ich Heiligabend einen Livestream mache? Weil ich hab mir, ey, ohne Scheiß, ich hab mir einen Computer gekauft, ich hab mir ein Playstation gekauft und ich hab mir das Call of Duty gekauft. Weißt du, die haben mir alles weggenommen, weißt du, wie die kotzen, Alter? Dieser scheiß Neugebauer und die alle, Alter. Wenn man das sehen, ja, wir haben nicht alles weggenommen, wir haben nicht das Weihnachten versaut. Und dann hocke ich dann dort und mache Heiligabend einen Livestream, Alter. Ich freu mich schon so dermaßen darauf, das glaubst du nicht. Du kannst mir ein Weihnachtspaketchen schicken, aber das musst du mir vorher genauestens sagen, weil im Moment kommen wieder übelst die Pakete an und ich weiß nicht woher, das muss ich vorher ganz genau wissen.
Du kannst mir ein Weihnachtspaketchen schicken. Oh, ist das lieb, ist das lieb, ist das lieb. Aber ja, also ich bin Samstag früh, darf ich heim bis Sonntagabend. Und dann bis nächste Woche Mittwoch muss ich, glaube ich, noch machen. Dann bin ich dann daheim. Oh, was ist das süß, du willst mir ein Weihnachtspaketchen schicken? Oh, dann muss ich dir aber schicken. Ei. Ich hab ja gar keine Zeit, irgendwas zu besorgen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ja, und Mutti will auch noch mit mir telefonieren. Deswegen, ich bitte jetzt, weil ich habe nur bis 6:45 Zeit, das habe ich nicht berücksichtigt. Ich muss dann die Abendveranstaltung noch aufbauen, weil wir heute noch mal Übung machen, weißt du, also so. Wir müssen uns als Tier malen, wie wir uns als Tier sehen würden, weißt du? Und das muss ich die ganze Farbe noch anmelden mit meinem Kumpel und alles vorbereiten. Naja, was schätzt du? Also ich sehe mich als Bär, wegen meinem Gemüt, das ich habe. So halt wegen meiner gemütlichen Art und ja, weil ich halt da so ein bisschen kräftiger bin und immer so versuche auf alle wegen aufzupassen, so, ja, als Bär. Entschuldigung, freue mich schon drauf, wenn du dich meldest. Ich habe jetzt das Monat in Ergotherapie und dann habe ich Visite und dann um eins muss ich zum Zahnarzt. Also ich habe auch zwischendrin ein bisschen zu tun, aber ich freue mich. Ah, du bist online, juhu! Hier, das verstehe ich, guck mal. Oh, guck mal. Ich bin auf Entgiftung. Guck mal, die Kiesepäe wirst du dagegen an, Alter. Guck mal, wie viel das ist. Ich bin auf Entgiftung, Alter. Ja, genau. Hast du dir Bilder drüber gemacht, denke ich, oder? Das ist der Kracher, Alter. Das musst du mal überlegen, Alter. Das wird von welcher aus meinen Eingang rum erzählt, Alter. Und die haben ja davor ein YouTube-Video gemacht, wie sie welchen Spion gefilmt haben, Alter. Wie mich die Bullen da abgeführt haben mit Handschellen das letzte Mal, weißt du? Und dann vor allem hier kommt die Braut rumgekrüllt haben, Alter. Ich will wissen, welche Ratte das ist, Alter. Ohne Scheiß, Alter. Ey, wirklich, ich will solche Wichser in Haft sehen, echt. So, also, ich krieg jetzt mal Spritze nächste Woche, am Mittwoch und am Freitag, am Donnerstag nächste Woche werde ich entlassen und morgen früh darf ich bis Sonntagabend heim. Alles geritzt. Ja, nach der Hotze. Meine Eltern haben zwar wegen rausgewischt, aber so, aber meine Sachen haben sie nie hin und her geräumt. Das so, wollten sie, dass ich dasselbe lieber mache, weißt du. Ja, sieht halt aus wie Dresden 45, weißt du. Wie. Ich habe einen Computerfan, mein Senderstudio. Das hat mich jetzt alles halber erschlagen, wie ich heimgekommen bin, Alter. Boah. Das ist halt echt viel, viel Zeug. Der andere wird sagen, ich habe eine Messi-Wohnung, Alter, aber es ist ja alles technisch und so. Das ist halt ein komplett Sendestudio, du kennst ja mein Wohnzimmer und so. Und aber dadurch, dass der Computer jetzt für die zwei Monitore fällt und so, Alter, du weißt selber, dass die mich alle aus allen Richtungen immer zu bekriegen, Alter. Und da machen sie nichts, weißt du, aber wenn sie irgendwas gegen mich finden, Alter, sind sie gleich digital und das kotzt mich an. Deine Bullen können die Schwänze runterkackt, Alter. Das ist echt unter alles Sau, Alter. Wer das entscheidet, Alter, die können das anders in oben, echt jetzt. Scheiße, jetzt muss ich mein Handy in 19 Minuten abgeben. Ich rauche hier gerade noch. Ich bin noch draußen bei der Tischtennisplatte. Ich habe die ganze Zeit nicht geschickt. Ich weiß nicht, warum jetzt die Sprachnachricht ist. Ein Säckchen werfen. Musst du dir vorstellen. Da hast du so wie so eine Zielscheibe, weißt du, die legst du flach auf den Boden. Oder nochmal wie so Säckchen. Oder wie so Frösche. Ne? Und die wirft man dann freiweg auf deine Zielscheibe. Und je mehr so in der Mitte von der Zielscheibe landen, desto mehr Punkte hat man. Also so, weißt du, ganz außen hast 5 Punkte. Und dann der nächste Kreis ist 10 Punkte. Der nächste Kreis innen drin ist 25 Punkte um die Mitte rum. Und in der Regel in der Mitte, also das ist vielleicht, die Mitte ist so groß wie, sagen wir mal, dir vorstellen kannst, wie ein Schaltknauf von einem Auto, vielleicht noch ein wenig größer. Hä? Und wenn es direkt in die Mitte kommt, 50 Punkte. Und der eine hat sogar schon 3 in die Mitte versenkt, Alter, oh, bei der einen Runde. Und dann kannst du halt so, weißt du, da kannst du so normal werfen, und dann kannst du die Handicap-Hand werfen, also quasi, wenn du Linkshändler bist, oder wenn du Rechtshändler bist, halt, dass du links werfst. Hm? Und dann kannst du noch unten Bein so drunter durchwerfen, und dann kannst du noch so rückwärts werfen, weil du dort stehst halt,
Und irgendwie so wirft ein Säckchen hinter dich, weißt du, so rückwärts auf die Zielscheibe und so. Und das macht die Sache halt ein wenig schwieriger noch in den kommenden Runden und so, weißt du? Das Säckchen werfen. Kegeln haben wir auch gemacht, weil da haben wir so Kunststoffkegel und einen Kegelball gehabt. Und da habe ich gekegelt auf Station, aber wie die Weltmeister, Alter, das war cool, ey. Waren wir sogar in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe A gegen Gruppe B. Und ja, war übelst cool. Dann haben wir die Versuche gezählt, wie lange wer gebraucht hat, um das Feld zu räumen, Alter. Das war geil, ey. Ja, wir haben da so einen übelsten Sportbegeisterten mit dabei, der Chris, weißt du, übelst mein Busenkumpel, musst dir halt vorstellen, das ist halt auch aus Sonneberg, ne? Wir sind jetzt hier 50 Kilometer weit weg von Sonneberg, gell? Aber der war mit mir im Gymnasium, weißt du, wie ich noch im Gym war, die ersten zwei Jahre nach der Grundschule, ne? Da war der mit mir im Gymnasium, Alter. Da kennen wir uns schon komplett von früher her, Alter. Wir sind ein Herz und eine Seele, Alter, total geil. Machen wir total Spaß zusammen. Ich mag den total. Ja, und die Fläche sind alle total super, ich komme mit jedem total geil aussehen, das macht echt übelsten Spaß, wirklich. Ja, aber morgen spätestens will ich irgendwann mal mit dir telefonieren, bitte. Echt jetzt. Komm, das müssen wir machen, Alter. Das haben wir die ganze Zeit noch nicht geschafft, seit ich auf Entgiftung bin und WhatsApp habe. Noch nicht einmal zusammen telefoniert, Alter, schäm dich. Schäm dich, Schatz, schäm dich. Ist aber nicht böse gemeint, aber schäm dich. So. Gut. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Du musst immer nach Sonneberg kommen und bei mir mal, wie will ich sagen, relaxen und dich mal von mir verwöhnen lassen. Du willst wissen, wie verwöhnen aussieht? Oh. Also erst essen wir schön gemütlich was, hä? Machen uns auch was zu essen, besorgen uns auch was, machen so ein bisschen ein schönes Nachmittag, so Abendbrot, Dinierung, ja. Und dann machen wir wegen Musik an, in die Fernsehkuh ist was für Anfänger. Machen wir wegen Musik an und dann, hä, hole ich mein Sexspielzeug raus. Und zwar, hä, habe ich ein Stethoskop geholt, hä. Das kannst du, kann ich bei dir rechts unter der linken Brust, kann ich dir das noch halten, dann höre ich deinen Herzschlag und dann machen wir das andersrum, dann hörst du meinen Herzschlag und dann hole ich vielleicht noch das zweite Stethoskop raus und dann hören wir unter den Herzschlag und dann wird halt immer nachgelangt und dann wegen der gestreichelt und gekrault, na, dann müssen wir halt immer sagen, was da los ist. Entschuldigung mit dem Knister. Auf jeden Fall, ich muss jetzt rein. Ich muss mein Handy abgeben, Abendveranstaltung. Der letzte Abend, der Zeug. Oh, und ich freue mich so. Mache ich jetzt nochmal mit Kegeln. Zack, wird nochmal gekegelt. Ja, und morgen melde ich mich und dann ist nichts mehr mit Handy abgeben. Also, bis morgen, ich liebe dich. So. Jetzt liege ich in meinem Bett. Du hast dich nicht mal gemeldet. Und ich versuche jetzt zu schlafen. Dreht sich alles. Aber du glaubst ja gar nicht, wie bequem mein Bett ist. Im Vergleich zu den Klinikbetten. Ich habe hier meine 1,80 Meter Spielwiese. Liegt natürlich nur auf einer Seite. Oh, mit meiner übelsten Edelbettwäsche. Oh, und 7 Tonmatratze. Ey, das ist nicht hart, das ist gar nichts, das ist echt nur, oh. Oh, und jetzt versuche ich einzuschlafen. Aber wenn du natürlich der Meinung bist, mich anrufen zu müssen, dann darfst du das natürlich tun, dann darfst du mich wecken. Weil, Ratz, ich vertraue nichts mehr, ich bin betrunken. Ich habe Eigenglas Wodka Energy getrunken. Und ein Schluck Pina Colada und heute Nachmittag ein Glühwein. Oh. Ja, aber ich freue mich schon so drauf, wieder richtig zu Hause zu sein, echt. Mich haben die ganzen Christelbons und die normalen Bons haben mich angeguckt und ein bisschen Gras habe ich auch noch. Und, oh, weißt, ich möchte einen rauchen, aber ich darf nicht. Ich muss da morgen wieder nüchtern ankommen. Ja. Na gut, jetzt habe ich dich lange genug vollgekeult. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, dass die Bullen sich ausknören, Alter, mit meinem Zeug. Gute Nacht. Nein, keine Ahnung. Vielleicht, wenn sie sich ja jahrelang einen drauf runtergeholt haben, Schatz. Dann
kriegst vielleicht gnädigerweise mal wieder, Alter. Das sind solche Scheißdrecks aus, ist die Bullen, Alter. Echt, ey, da steckt so viel Liebe und Arbeit drin, Alter. Das ist echt. Das ist so geschmacklos, Alter. Das ist so geschmacklos, das geht gar nicht besser, ey. Und mir ist scheißegal, Alter. Ich rufe da bei Google München und Google Rechtsabteilung Hamburg an, Alter, und schildert denen den Sachverhalt, Alter. Und beschwer mich da, Alter. Ich will von denen Hilfe, Alter. Ich krieg die Krise, Alter. Echt. Das ist der totale Kindergarten, dass die mich immer zu bekriegen von allen Richtungen. Weißt du wie? Ich kläre doch eine Straftat da auf, ey. Was soll denn das? Schatz, ich glaube, du brauchst wirklich mal ein bisschen Methamphetamin. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie scheiße geht, gell, und ich. Wenn ich erkältet bin oder irgendwelchen Rotz habe oder so, ich nehme Christel und dann geht's, dann ist es wie weggeblasen. Und ja. Oh, ich habe so dermaßen viel geschafft daheim. Richtig geil. Und dieses geile Lied habe ich ja jetzt auch. Und mein Computer geht auch gut. Und oh, geil. Und du tust mir total leid, ey. Aber da musst du was machen. Musst du mal zum Arzt oder weiß ich nicht, was willst du machen? Das ist ja kein Zustand. Hä? Wie hast du denn vor jetzt? Ja, hab ich. Zwar nicht viel, aber ja, hab ich. Ich habe gestern meine zwei Pfeifen erstmal ausgeraucht. Da war ich schon da erstmal gut bedient, aber ja, ich habe da noch ein bisschen was gekriegt. Ja, aber ja. Warum fragst? Oh ja. Dann musst du dir vorstellen, gell? Ich krieg ja immer die Spritze gespritzt. Ne, alle 28 Tage und die schlägt auf Fentanyl aus. Und dann ist es halt so, ne, dass ich halt, wenn ich nicht konsumiere und normal bin, halt immer zu einpenne. Und das ist halt, wie zum Beispiel da in der Vorlesung, also wenn man da Suchtgruppe oder so gehabt haben, weißt du, ich bin da halt immer prinzipiell extrem eingepennt und konnte mich auf nichts konzentrieren und mir hat es richtig die Augen zugedrückt, so richtig intensiv, extrem, weißt du? Und ich habe mich da so gestalkt gefühlt, also wirklich, ich habe mich da so richtig gemobbt gefühlt, das war nicht in Ordnung. Und wenn ich da einen Drogen das gemacht habe, war ich ja jedes Mal auf Fentanyl positiv, weißt du? Und das ist das stärkste Betäubungsmittel, was es überhaupt gibt. Das kennst du ja wegen der Schmerztherapie von den alten Leuten bestimmt. Und naja, wie dem auch sei, das ist halt, weißt du, guck mal, das lauf, ich lege mich abends um 9 hin, schlaf bis früh um 7, hä? Und dann brauche ich noch Mittagsschlaf, so, wenn ich nichts konsumiere, gell? Wegen dem scheiß Medikament. Aber das brauche ich ja so unbedingt, weißt du? Die wollen mich einfach nur ruhig stellen, lahmlegen und mir die Behinderten und an den Tisch setzen, Alter. Und ich habe da einfach keinen Bock drauf, weißt du? Ich habe auch noch irgendwo ein normales Leben irgendwie und ja. Ja, dementsprechend die Freiheit nehme ich mir halt einfach, weißt du? Weil die führen Krieg gegen mich. Na, da haben sie sich aber, wie gesagt, also das, da haben sie sich aber Aufgabe gesucht. Da haben sie sich definitiv Aufgabe gesucht. Weil das ganze Polizeiliche, Alter, das stelle ich jetzt erst einmal konsequent im nächsten Jahr in Frage. Aber komplett, komplett. Da gibt es Dienstaufsichtsbeschwerden, Anzeichen wegen Freiheitsberaubung, Korruptionsanzeichen, Alter, und. Weil die haben so dermaßen blöde Machenschaften damit drin, das ist mir zu dumm, das ist mir einfach zu dumm, mich damit weiter auseinanderzusetzen. Ich suche mir da einen gescheiten Anwalt, der vielleicht da wenig Geld verdienen will, weißt du? Gehen noch zum Opferschutz, zum Weißen Ring, weißt du, holen mir noch einen Opferschutz und hab dann eine Betreuerin, Alter, und dann sollen sie mal sehen, mir ans Bein zu pissen, Alter, wenn ich da mit der Betreuerin dort stehe und dann im Moment mal, das ist aber wirklich so, wie ich das sag, weißt du, von wegen hier mein Fernseher, ich muss dir vorstellen, ich putze meinen Fernseher optimal, gell, und dann komme ich heim und das ist mein ganzer Fernseher verschmiert, hä, und das ist aber offiziell keiner in der Wohnung, ich rufe deswegen die Bullen und die sperren mich in die Psychiatrie, überleg dir das doch mal. Verstehst? Dann will ich mal Reinigungsmittel nehmen und mein ganzer Fernseher verschmiert, Alter, wie wenn ich da die Kernseife drüber hobel, Alter, was ist denn das? Und die Polizei kommt, weil ich so wie eine Anzeige anrufe, sag, hier wird manipuliert in meiner Wohnung. Ja, was machen die, Alter? Nehmen mich mit, Alter, sperren mich in die Psychiatrie, was sind das für Hombos? Dass mal draufkommen, sie machen so komplett Rotz, nehmen mir die ganze Technik fort, weil ich ja irgendwie die brauche, um Beweise zu sammeln, was hier gegen mich die ganze Zeit fabriziert wird. Hä? Also das ist unterlassene Hilfeleistung im Kriegsfall, ja, das ist ja wirklich so. Also der pisse ich noch so richtig schön an kann. Also wirklich, die Sonnenberger Polizei, die nehme ich so sehr auseinander, das kannst du dir nicht vorstellen, Alter, was ich mit denen noch verfasse. Die NWO, gell, ist Kindergarten im Gegensatz dazu, hä? Wirklich, heil NWO, sich heil NWO, ist mir scheißegal, gell, ohne Scheiß. Hä? Die NWO ist dagegen Kindergarten. Die sind halt so dumm und lassen sich auf die Straftaten ein, dass sie nicht genervt werden mit irgendwelchen anderen Scheiß.
und machen das halt. Und die NWO sind ja wirklich nur Dummköpfe. Also das ist ja wirklich leider so. Hä? Aber was die Polizei hier anrichtet, gell? Hä? Mit ihrer unterlassenen Hilfeleistung und jedes Mal mit dem mich einsperren, mit der Freiheitsberaubung mir gegenüber, gell? Und jedes Mal, dass sie dann nicht ermitteln und mir als Opfer helfen, Alter, da sind sie ganz gastlich mit dem Fuß im Fettnapf, aber richtig, Alter. Aber richtig. Und das wird noch ausklambustert. Das wird noch ausklambustert. Warte nur, wenn ich meine Betreuerin habe, dann mache ich das mit der aus, welchen Weg wir gehen. Und dann mache ich mit der Konstrukt, Alter, dass die komplette BI absägt, Alter. Und dann bestimme ich, wer da drin sitzt, Alter, und wer da wie, wo, was macht. Ich habe die Schnauze voll, Alter. Diese halbgeweihten Dreckswichser, Alter, verstehst, Alter. Nur weil sie ab und an einmal im Jahr mal eine Hure vögeln dürfen, Alter. Sperren solche Leute wie mich immer zu ein, Alter. Das geht ja gar nicht. Das geht einfach überhaupt nicht. Und glauben wir es? Den Zahn, den ziehe ich den. Da bin ich der ganz große Zahnarzt. Das kannst du aber wissen. Alter Schatz, jetzt kriegst du die Tür nicht zu und auch nicht auf, Alter. Hör zu. Dieser eine Typ im Facebook, hä, schreibt mich gerade an, Alter, was ich denn für Sittich wäre oder so, ne? Also, weil Jan Sonneberg geht da rum, ich bin ein Sittich, gell? Habe ich dir auch schon erzählt. Also ich hätte hier mit Kindern auch irgendwelche Sexspiele gemacht oder was weiß ich denn. Keine Ahnung, was die sich denken. Und labert mich erst voll, dass ich ein Sittich wäre, gell? Und keult mich da jetzt übelstes Ohr ran. Warte, das muss ich dir mal ganz kurz, was da hat denn der geschrieben, Alter? Hau ab, du Sittenvieh. Ich so, was willst du denn von mir? Ihr könnt alle nicht von 12 bis Mittag denken, deswegen glaube ich, das ist ein Anstoß. Schreibt er, dass der Kenner Kinder fixt. Schreibe ich ja logisch. Was logisch? Schreibe ich, habe auch wirklich Besseres zu tun. Schreibt er logisch. Schreibe ich, wollen wir Motellen? Schreibt er bestimmt. Schreibe ich, wenn ich so ein Zeug machen würde, wäre ich mit Sicherheit nie daheim, sondern wird gesiebte Luft atmen. Nehme ich an. Schreibt er, sowas wie ihr bekommen doch immer Sonderbehandlung. Habe ich geschrieben, laber kein Dünnpfiff. Schreibt er, siehst doch. Habe ich ihn zweimal versucht anzurufen, hat er abgeblockt, habe ich gesagt, ach, der blockt der feine Herr ab. Schreibt er, hast du Geld. Ich habe, weiß Gott, absolut nichts mit Kindern gemacht, was in Bereich sinnig fallen würde. Warum fragst du? Verstehe überhaupt nicht, was die Leute sowas zu labern anfangen. Die meisten kennen mich. Und ich habe, weiß Gott, eine reine Weste. Schreibt er, du müsstest mir dringend bis morgen etwas leihen. Sonst muss ich in den Knast. Und sorry, wenn es nicht stimmt. Schreibe ich, habe ich geschrieben, kann ich nicht. Ich bin selber voll im Minus. Und so wie du mich anlabest, no way. Und jetzt hört ihr mal die Sprachnachrichten an, die ich nur noch gepresst habe, Alter. Echt, du bist so ein Nuss, Alter. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das glaubst du mich voll, dass ich hier sittig wäre oder was weiß ich oder keine Ahnung oder irgendwas mit Kindern gemacht hätte oder so, ey. Und dann fragst du mich, ob ich dir Geld leihe, oder was ist denn mit dir nicht richtig, ey? Hä? So, ich weiß nicht, was geht mit euch Sonnenwerfern ab, Alter, keine Ahnung, ey. Die Bullen ermitteln total wild gegen mich, weil da E-Mail gekommen ist, keine Ahnung, die irgendeiner geschrieben hat, der sich da Adolf.Hitler@irgendwas genannt hat. Und der hat einen SPD-Typen geschrieben, dass er in meinem Auftrag umlegen soll mit einer Walter Smith-Waffe. Jetzt kommen die daher, machen Hausdurchsuchung, suchen eine Walter Smith-Waffe, nehmen meine ganze Technik mit, weil es können ja unter Umständen sein, dass ich die E-Mail selber geschrieben habe. Und das haben die mir unterstellt. Und mit dem Durchsuchungsbefehl kamen sie und haben mir meine ganzen Computer, meine Handys, alles weggenommen. Ja? Und ihr stellt mich als Sinnig hin, Alter. Weißt du, was das für Feeling ist, Alter? Dankeschön, echt ohne Scheiß, Alter. So, und weiter geht's. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, gell? Das hat ein Chicken schon abgezogen, Alter, hä? Worüber seine Julia die ganze Zeit rumhampelt, Alter, hä? Jetzt fängst du noch so an, Alter. Also aus Schalkenrichtung, Alter, die haben Arsch so rumgelagert, Alter, echt ohne Scheiß. Ey, wisst ihr was? Wenn ihr alle der Meinung seid, Alter, dass ich hier mit Kindern irgendwelche Sexspiele mache oder so, ich weiß es nicht, Alter, dann könnt ihr mir echt komplett gestohlen bleiben, Alter. Weil wirklich, ja, ich tu mich motivieren, dass aus der Jugend irgendwie ein bisschen Funken mehr Wissbegierigkeit kommt im Gegenzug zu der katastrophalen Welt und dass die Jugend da wenn ihr auf euch hier mit dem ganzen Sein umgeht, ja, und sich nicht alles gefallen lässt und sich nicht so zu Pfeile macht, Alter. Weißt du, da tue ich ein wenig drauf zu denken oder handeln vielleicht, ja. Aber nicht, Alter, irgendwelche Sexspiele, Alter. Was ist da los, Alter? Ich will, dass das die Jugend das wird, verdammt. Hä? Und wirklich, Alter. Was, ey, wirklich. Ja, weiter geht's.
Überleg doch einfach mal, wie dermaßen hohl das ist, Alter. Wie scheiße kurz hohl du in deine Nuss bist, Alter. Mich hier voll zu labern, ich wär sittig, Alter. Was geht denn ab? Hä? Ey, wirklich, ohne Scheiß, Alter. Ey, von allen Richtungen führen sie Krieg gegen mich, gell? Wollen mich überall schlecht machen, wollen meinen Ruf missbrauchen, Alter. Wollen anstatt mir mein Leben führen, was weiß ich, Alter, hä? Aber ey, wirklich, das ist schon alles strange, gell? Aber sittig. Alter, du weißt, Alter, was das für katastrophal üble Nachrede ist, ja? Jemand zu unterstellen, dass er mit Kindern irgendwie rumfickt. Hä? Du weißt eigentlich, was das für Straftatbestand ist, mein Guter. Weil das ist nämlich üble Nachrede, Alter, und das ist Rufschädigung, Rufmord, Alter, und das lasse ich nicht auf mir sitzen, wenn ihr so weitermacht, ihr Sonnenberger, Alter. Ich sperre euch allein, ich schwör's. Ja, und weiter geht's. Und das kannst du da genauso in dem Kreis verbreiten, Alter, wo das herkommt. Hä? Kannst du denen allen mal sagen, die können jetzt schon mal kleine Brötchen backen, Alter. Weil erst nehme ich mir die Polizei vor und dann nehme ich mir die ganzen Assis vor, hä? So. Und dann wird hier aufgerollt, Alter. Weil ich lasse sowas nicht auf mir sitzen, Alter. Ich lasse sowas nicht über mich sagen, ja. Wirklich ohne Scheiß, Alter. Ich bin da so dermaßen guter Mensch, gell. Jedem gegenüber hilfsbereit, Alter. Und wirklich, ey, ohne Scheiß, was ich schon an Menschen geholfen habe, Alter. Und was ist der Dank dafür, Alter, dass so ein Scheiß über mich rumgelaufen wird, Alter. Komm, wie gesagt. Du eine Story weiterpacken, Alter, und denk dir, ich wäre am Knast oder so, vielleicht hast du es dann leichter, aber echt, geh mir nicht auf den Sack, echt ohne Mist. Ihr seid nämlich alle wirklich zum Scheißen zu blöd, Alter, sonst würdet ihr sowas nicht denken, Alter, wirklich, so ist es. Ja, so Schatz, genau so ist es, Alter, die sind wirklich zum Scheißen zu dämlich, Alter. Die scheißen sich alle gegenseitig vors Brett, Alter, und echt, wirklich, raufen überhaupt nicht, Alter, was die sich gegenseitig für Scheiße antun, Alter. Überleg doch mal, Alter. Ich? Was soll ich denn mit Kindern, verdammte Scheiße, Alter? Was soll ich denn mit Kindern? Jetzt mal ganz weiß Gott. Ey, guck mal, kannst du dich erinnern, Alter, das hat über die NWO-Story, Alter, das hat die NWO schon krampfhaft versucht, mich als Kinderficker hinzustellen, Alter. Weißt du wie? Und ist komplett klar, mit Pauken und Trompeten gescheitert. Und naja, die haben sich darüber gefreut, dass sie irgendwas da veröffentlichen konnten. Was überhaupt kein Gegenstand gehabt hat, was überhaupt keine Relevanz gehabt hat, was überhaupt niemanden interessiert hat, ja. Und jetzt fängt der Sonnenberg an, Alter, und wollen so einen Scheiß verbreiten, Alter. Ich krieg die Tür einfach nicht mehr zu, Alter. Ich krieg die Tür einfach nicht mehr zu. Mir ist das sowas von dermaßen so blöd, Alter. Die sind alle wirklich ohne Scheiß, Alter. Die wischen sich nach dem Scheiß nicht ab, Alter. Das reibt doch die ganze Zeit in der Kimme, so dumm sind die, Alter. Ehrlich, wirklich jetzt. Deine Dummheit kannst du ohne Drogen gar nicht verkraften, Alter. Das muss die Polizei mal sagen, wenn die mal wieder kommt, Alter. Wirklich jetzt. Oh, Julia, ich hab deine Nummer wieder. Coole Sache, muss ich gleich mal aufschreiben. Die haben bei mir Razzia gemacht, Alter. Alles an Technik weggenommen, Alter. Diese kackscheiß Drecksbullen, Alter. Ey, oh, ich zünd die noch an, ich weiß es ganz genau. Und wo hast du die Nummer her? Na, die war noch in meinem WhatsApp, Verlauf. Festschicken, Alter. Nur zum Glück, Alter. Ich wüsste sonst nie, wie ich an die Kontakte wieder nachkomme. Und die letzten, wo ich im WhatsApp geschrieben habe, die waren gleich verfügbar, wie ich mich eingeloggt habe, weißt? Ha, wieso? Was war denn los, Alter? Haben die dich weggesperrt oder was war denn da los, Alter? Erzähl doch mal, Alter. Weil man hört dann nämlich Sachen halt und die gefallen mir überhaupt gar nicht. Ich möchte definitiv eine Erklärung von dir. Also pass auf, ich war ja neun Tage von Hibu daheim, hä? So. Und dann habe ich ein Video gemacht, gell? Und habe gesagt, die zwei vom sozialpsychiatrischen Dienst, weil die mich jedes Mal einsperren und wegknasten, Alter, die können an der Wand gestellt, Baumgarn, und dann hätte ich doch erledigt. So, jetzt pass auf. Dann hat irgendeiner Spinner gedacht, er muss den sozialpsychiatrischen Dienst in meinem Namen eine E-Mail schreiben. So, jetzt haben die dem Herrn Neugebau vom SPDI eine E-Mail geschrieben, dass sie in meinem Namen umlegen sollen, hä? Mit einer Walter Smith, was weiß ich, Waffe, gell? So, die E-Mail habe ich ACC gekriegt, also quasi auch die E-Mail gekriegt. Auf jeden Fall, sind sie dann, also, da weiß ich nicht, habe ich irgendwie, durch meine Stimme im Kopf und so, was ich halt so höre, habe ich irgendwie gehört, dass sie mir Christel unterjubeln wollen, gell? Dass sie zusehen wollen, dass ich in den Knast komme. Was weiß ich, die wollen mir die ganze Zeit schon irgendwie irgendwelche Straftaten unterjubeln, gell? So. Aber, hä? Darüber habe ich dann gleich im Livestream berichtet, hatten wir keine Chance. Und
Und dann bin ich am zeitig ins Bett und nächsten Früh, weiß ich nicht, um 9 oder so, auf einmal meine Tür aufgeschlossen, Alter, voll stehen bleiben, Polizei, Alter. Und dann sind sie hier gleich mit übelster Ratze reingekommen. Unabhängiger, den ich erkenne, der Herr Schulz oder wie der heißt, als Einsatzleiter, dann noch eine Frau und noch zwei GSG-Beamte, die waren hier Mundschutz und was weiß ich und Maschinengewehr und keine Ahnung, hä? So, und die haben meine ganze Technik mitgenommen, die haben von mir 5 Computer mitgenommen, haben meine 7 Handys mitgenommen, meine 4 SIM-Karten mitgenommen, meine PlayStation 4 mitgenommen, mein PlayStation 4, mein Hauptcomputer halt alles, gell, und 2 Laptops, und einer davon war zu licht. Und ein Nadine-Handy, Alter, der Dresden-Handy, und von der Dresden-Laptop, so. Und dann haben sie noch ein paar andere Sachen, halt, und der Grauserwänge und so, keine Ahnung, was ich halt noch daheim rumbotzeln gehabt habe, kein Christel auf jeden Fall, so. Und das haben die mitgenommen. Und dann musste ich noch mit und sollte Aussage angeblich dazu machen. Da hat schon der sozialpsychiatrische Dienst bei die Bullen gewartet, Alter. Und dann haben sie mich schon wieder nach Hibo geknastet. Da war ich gerade so 9 Tage daheim. So. Und weiß ich nicht, würde mich mal interessieren, was du da gehört hast. Ich bin auf jeden Fall erst mal 2 Wochen in der Geschlossenen gewesen, gell? Und dann, jetzt bin ich jetzt schon 2 Wochen auf der Offenen. Und dann darf ich auch mal heim. Weißt du? Und wenn du willst, können wir uns am Wochenende mal unterhalten. Aber ich möchte mal wissen, was hast du gehört? Keine Ahnung, Alter, du kennst mich. Ich mache keinen Unfug normalerweise. Also, mir pisst jemand übelst ans Bein. Und das hat ja keiner gemacht. Ja? Also die, wo ich nicht fassen kann, Alter. Weil die ja für mich anonym sind. Und ich da keine Möglichkeit habe, denen irgendwie das Handwerk zu legen. Weil die ja trotzdem immer irgendwie da sind, Alter. Keine Ahnung, wie die das machen. Ja, aber weiß ich nicht, was hast du gehört? Was ist da los? Was sagt da jetzt für schlechte Stimmung? Alter, ja, könntet ihr mir mal sagen, was ihr da so gehört habt, weil das würde mich auch mal interessieren. Ich habe da nämlich jetzt aus einer ganz anderen Richtung, Alter, von Richtung Schalken habe ich da jetzt übelsten Fälle von uns gehört und ich habe gedacht, ich kriege total die Krise, Alter, was die Leute sich zusammenreimen und alles aus. David, sag mal, was ihr gehört habt, weil das würde ich gerne mal wissen. Naja, irgendwie so aus deinem Eingang halt, irgendwie ist halt aus dem Eingang rausgedrungen, dass die Bullen halt bei dir eingeflogen sind und dir sämtlichste Mediendateien weggenommen haben, wegen Kinderpornografie, was ja auch irgendwie einleuchtend ist, wenn die Bullen einfliegen und Medien wegnehmen. Und wegen der E-Mail, die noch nicht mal von dir kommt, schön, ja, also ich weiß es nicht, halt keine Ahnung, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten und denken soll. Gegen mich wird zielführender Kriegsführung gegen Einzelpersonen betrieben. Und das jetzt seit 8 Jahren, hä? So, das weißt du eigentlich. Also bitte, ja? Was soll der Kass? Was will ich denn mit Kinderpornografie? Sagen wir jetzt mal im Ernst. Und die haben mir sämtliche Medien weggenommen, die haben meinen ganzen Computer weggenommen. Weil das alles auf der E-Mail überprüft wird. Und angeblich hätten sie mich schon längerer Zeit im Arsch, hä? Und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich Konsument bin und bei YouTube meine Meinung auch. Nahm ich auch. So. Hä? Und das passt vielen dann näher. Das ist der Punkt. Und das kannst du mir mal sagen, wer das aus meinem Eingang ist, weil da kann ich irgendwie mal damit umgehen, Alter. Da kann die Leute mal aussprechen, warum dann das so der Helm brennt. Weil ich habe das aus einer anderen Richtung auch gehört, Alter. Und das geht einfach nicht, dass sogar Unwahrheiten über mich verbreitet werden. Die wollen mich massiv schlecht machen, ja. Und ich will auch Anzeige dagegen machen. Verstehst du das? Aber was sagen wir mal, wer war denn das? Das ist nämlich klassisch eindeutig Rufschädigung, ja. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das lasse ich aber überhaupt nicht zu. Und wenn du der Meinung bist, mir das so zu sagen, dann kannst du mal sagen, wo du das her hast, wenn dann aus meinem Eingang das kommt. Weil im Ernst, Alter, du kennst mich, was will ich denn mit Kinderpornografie, Alter, ernsthaft jetzt mal. Sei mal vernünftig, Alter. Vor allem, sag mir das nicht in Anton, Alter, was soll denn das? Was denkst du von mir? Ohne Scheiß, Alter, wenn du wirklich der Meinung bist, so von mir zu denken, dann meid meinen Kontakt, Alter, dann streiche ich dich aus meinem Freundeskreis und dann ist gut, Alter, ehrlich jetzt. Hä? Aber so, Alter, wirklich, Alter, du bist mit einer sauguten Freundin von mir zusammen, Alter. Das ist wirklich, Alter, was soll ich denn verhalten jetzt? Und denke mal scharf logisch nach, hä? Wenn du sowas betreibt, hä? Und die dann das Zeug wegnehmen, hä? Stellen die das relativ zeitnah fest und bringen die Person einen Knast. Hä? Das ist einfach der normale Werdegang bei Kinderpornografie, so. Aber bei mir wollen sie alles hoch, ein bisschen ein Detail ermitteln, was weiß ich, warum, hä? Weil sie wissen wollen, ob ich die E-Mail selber geschrieben habe. Und die ging an dann vom SPDI. Und das ist nie irgendwie und irgendwas. Das ist einfach die Tatsache. Hä? Und Alter, ich verstehe sowieso nicht, Alter, was die summbare Drecksbullen, Alter, was die für Machenschaften am Laufen haben, Alter.
Und was die mit meiner ganzen Technik wollen, das verstehe ich einfach nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. Aber die wollen halt verhindern, dass ich bei YouTube wieder meine Meinung sage. So ist meine Ansicht. Aber es ist mir auf jeden Fall klar, Alter, wenn das so zu mir bleibt, das kannst du kein Freund von mir sein. Wenn du ein Freund von mir bist, Alter, würdest du mich besser kennen, echt. Das ist völlig geschmacklos, Alter. Das ist völlig geschmacklos. Ey, schön hier over and out, Alter. Ich zieh mir deine Texte doch nicht rein, Alter. Ey, pass mal auf, Alter. Jetzt kannst du dich aufführen über meine Tonlache. Herr Schön. Du hast wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Wie quatschen du mit mir, du Bönne? Hier, mach dein Schädel zu. Ich blockier dich jetzt, du Affe. Nein, ich blockier dich nicht. Du schreibst einfach nicht mehr. Und wenn du trotzdem nochmal schreibst, Alter, dann hämmer ich dir einfach eine rein, sobald ich dich sehe. Ganz einfach, fertig. Wir sind ja irgendwie so angeschossen, Alter, wo die Meinung ist, in meinem Livestream, Alter, mich anzurufen, mit zu sagen, dass ich mich umbringen will, Alter. Boah, ist genauso lächerlich, Alter, wie die E-Mail an SPDI, Alter. Und, weiß ich nicht, Alter. Das sind die Täter, Alter. Und mir haben sie die ganze Technik weggenommen, Alter. Verstehst, Alter? Soll ich sie jetzt alle in den Sack stecken und mit dem Kopf zusammen, Alter, und mit dem Knüppel drauf schlagen, dass ich den Richtigen treffe, Alter? Die Bullen und die, oder wie soll ich es jetzt machen, Alter? Was ist denn los, Alter? Schatz. Die übertreiben es mit der Kriegsführung gegen mich, weil schon wieder so hart, Alter. Hä? Das ist wirklich langsam, wie will ich sagen, aber ich langweilig, Alter. Also, ich meine, es ist mir sogar zu langweilig, Stoff zu nehmen, Alter. Boah, was geht denn? Die langweilen mich so hart, Alter, ohne Scheiß. Es ist ja noch so, gell, dass du, wenn du Stoff und so, dann unterstützt ja sogar mal jemanden, wenn du den irgendwo holst oder so. Und da will er danach seinen 5-Marker machen und so. Weißt ja, wie so alles ist, gell? Aber, ey. Ich hab's echt Bock, Alter. Komplett Banane, Alter. Weil, hä? Warum ist die Banane krumm? Weil niemand in den Urwald so hoch nie Banane gerade bucht. Ja, ich hab grad, ja, keine Ahnung, Alter. Die haben bei meinem Leistungsträger angerufen, Alter. Die sollen wieder ein paar Mark rüberwachsen lassen, ein paar Selbstvermarktung. Weißt du? Ein paar Mark Selbstvermarktung. 3,50 Mark? Nee, Alter, das hat er billiger gemacht. Alter, wir waren da alles dabei. Oh, der, Alter, auf. Da kennt so viele Leute auch. Scheiße, Alter. Nee, weißt du, warum ich gut drauf bin? Ich habe gerade so meine kleinen Kontaktkreise analysiert und hab festgestellt, so, hey, okay, du hast deine Passwörter wieder, du hast deine Google-Accounts wieder und du hast 800 Kontakte. Wen rufst du jetzt an? Hab ich jetzt mal einige durchgewählt. Haben Drücker gedrückt. Na? Gehupt hat's bei vielen. Hab eine SMS noch hinterher geschickt und darauf hingewiesen, was so los ist. Naja, eine Weste doch. Ich meine, Kontaktpflege, gell? In Krisensituationen, logisch, Alter. Dann denn noch einen Dämpfer machen, Alter, was für Konsequenzen kommen. Ah, na klar. Und naja, eine Weste doch, Alter. Flitze, Feuerzahn, fängt nochmal von vorne an. Schatz, Alter, die bekriegen mich schon wieder von allen Richtungen, Alter. Die bekriegen mich schon wieder von allen Richtungen, ey. Warte mal. Nochmal schließen. Machen wir Stopp. Pass auf. Hör zu. Ich hab jetzt bei Twitch live, Alter. Das musst du dir reinziehen, was hier schon wieder los ist, Alter. Die bekriegen mich von allen Richtungen. Ich lade jetzt das Video bei YouTube hoch im Kanal CMS Original, gell? Also, ich schreib dir nochmal einen Kanalnamen genau hin, dass du das hast. Ich lade das Video hoch, gell? Und das musst du teilen, Alter. Überall, die müssen das sehen, was die machen, Alter, mit mir. Hä? Und du musst dir nochmal darauf hinweisen, Alter, wie dumm das ist, Alter. Weil erstens versauen sie dadurch komplett, dass ich Content liefere. Und zweitens versauen sie dadurch, dass sie irgendwas rechtfertigen können oder ernst genommen werden. Drittens versauen sie dadurch, Alter, dass wir irgendwie alle noch Spaß am Leben haben. Und viertens, ja, versauen sie sich dadurch eigentlich eine Zukunft, Alter, weil sie dann am Leben einfach nicht mehr teilhaben dürfen, weißt du? Weißt du, was toll wäre? Wenn wir wenigstens einmal telefoniert hätten. Weißt, wo ich mein Handy wieder gekriegt habe, ja? Du weißt, dass wir drei Wochen locker im Kontakt schon wieder sind. Nicht einmal telefoniert haben. Speichere ein Video. Du weißt, dass du mich deswegen bald komplett am Arsch lecken kannst. Solche Fotzen brauche ich nicht in meinem Leben, ehrlich. Hast dich bestimmt schon wieder aufs Böse eingelassen. Ist ja normal. Versuchen sie immer mit mir nahestehenden Personen, weißt du? Bloß dann wären sie mir egal, das ist das Problem dabei. Wenn sie mir egal wären wie du, dann hole ich dich aus kleiner Hölle mal raus.
dann machst du das durch, was du durchzumachen hast, Mädler. Denn wer sich gegen mich stellt und mich verarscht, ja, der landet in der Hölle. Das ist ja Tatsache. Das ist einfach Tatsache. Wer einsichtig ist und das dann irgendwann mal lässt, zeitnah, mit dem kann man noch reden, aber die anderen tut mir leid, Alter. Die holt er sich, das weiß ich, das ist das Normalste von der Welt. Du weißt ganz genau, dass ich die heiligste Person bin, alle, die auf dem Planeten rumtappt, Alter. Du weißt, dass ich eine wunderschöne Frau an meiner Seite brauche. Du weißt, dass du die sein kannst. Das verarscht mich nicht. Meld dich hier wochenlang nicht und dann mal eine so eine Botschaft, Alter. Mädel, Alter, echt, ehrlich, ehrlich. Ich lass mir gleich erzählen, wo du wohnst, Alter. Fahr zu dir, Alter, und fick dich so durch, Alter, dass du nie wieder einen anderen brauchst. Hässliches Stück Scheiße. Ja, weil ich sauer bin. Und du musst nicht jetzt schon ins Bett, Alter, wenn du früh um 5 aufstehen musst. Wir können dann nochmal Videotelefonie machen. Und du brauchst da kein Smiley verkehrt rum zu machen. Das ist alles echt nicht lustig, verdammt. Oder willst du jetzt quasi bloß dich für dich selber ausgeben, weil ich dich selber nicht sprechen kann? Ich glaub schon bald, Alter. Das ist wirklich so ist, Alter, mit deinem LKW, Alter. Dass ich gewusst habe, dass du mit deinem LKW, Alter, da bist mit deiner kompletten Crew, Alter. Und mich observierst, Alter. Und versuchst mir da zu sagen, dass du mich kennenlernen musst und dann einen Fire Sale auslösen wolltest oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist aber total chaotisch, total Chaos, Alter. Vielleicht bist du auf dem Zumba, Alter. Und erzählst mir, dass du von dort bist, weil eine scheiß NWO-Scheiße, Alter. Aber ey, ich brauche eine Frau an meiner Seite, Mann. Ich raste mich total aus, Alter. Ich werde die ganze Zeit fertig gemacht und foltert und abgefuckt und abgewichst, Alter. Hä? Und lerne ich schon so einen schönen Menschen wie dich kennen, Alter. Hä? Und du sagst mir, ich bin dir wichtig und was weiß ich dir, keine Ahnung. Und dann, was ist das Ende vom Lied, Alter? Hä? Wir schreiben mal eine Nachricht, ja. Freust dich über ein paar Videos. Wenn ich einen Freund habe, hä? Dann lasse ich dann auch an meinem Leben teil, Alter. Und so, dann rufe ich dann auch an. Dann will ich mit der, will ich da vor allem überlegen, das geht jetzt ein Jahr in 2 Monaten oder so, hä? Na, genau ein Jahr. Genau ein Jahr. Seit vorigem Jahr Dezember kennen wir uns. Und was ist denn? Wir haben uns noch nicht einmal getroffen. Ich bin zu dir gefahren, nach Berlin gefahren und bin abgelaufen, Alter. Und dann höre ich dich mit deiner Scheißstimme, wie du mir erzählst, Alter. Wie geil ist das, der Goldnatz, der deinen Kopf schafft, reinzudringen, Alter. Das war bestimmt ein Computer oder irgendwas, hä? Und der Goldnatz hat sich vorgestellt, wie macht man das jetzt mit einem Computer in diesem, das und knörrig. Und ey, ohne Scheiße, ich hätte dann nichts übel, also, außer dass du noch niemals schaffst, anzurufen, Alter. Das ist einfach jämmerlich, Alter. Das ist armselig, Alter. Und einfach drecksreudig, Alter. Und da kannst du das Maul nicht aufgemacht, weil das eh nicht aufkriegst, sofort so. Und dann kannst du ja noch so geil auszahlen, damit kann ich angeben und mir kein Eis kaufen. Das ist totaler Quatsch, was will ich damit? Ja, das ist möglich, Mr. So, und jetzt bewegst du deinen Arsch so schnell wie möglich zu mir, ja? So eine Nummer schieben können. Und du hättest das Maul aus mir verstanden. Ich hab die Schnauze voll ehrlich von deinen Spielereien. Dann passt mir jetzt da nichts zu drücken. Tust du mir jetzt irgendeinen Quatsch zu erzählen, ne? Sonst schreibst du jetzt irgendeinen Quatsch, Alter. Hä? Dann blockiere ich dich und ignoriere ich dich für immer. Weil es reicht wirklich, es reicht langsam echt komplett, Alter. Entweder du interessierst dich für mich. Nimmst dein Handy, rufst mich an mit Video oder irgendwas, oder ich sag, dass dir wirklich was an mir liegt. Oder du kannst mich am Arsch lecken, Alter. Ich habe zu lang, Alter, gedacht, Alter, du musst doch mal von der Lähmung irgendwie mal Energie investieren. Du musst doch mal irgendwas gehen, oder was? Ich sag ja, ey, dass du Kinder und alles hast. Ja, ich mach YouTube, weil ich mich über Krieg führt, was soll ich denn auch? Ich habe das Kind, ich habe Milliardenkinder. Und muss mich drum kümmern. Und jetzt weiter? Das mache ich wie vorher vorne, haben wir bei. Ich schau mir die Eier. Schlampe. Aber West, Alter, hä? Dafür, hä? Dass ich dich mit lukrativ vermarkten könnte. Und du und ich, Alter, dass das Paar im ganzen Universum sein könnten, hä? Alter, aufschauen, Alter. Und jeder, Alter. Beistellt, Alter, und sich freut. Hä? Nicht wie beim Goldnatz, Alter. Gemacht muss, weil er irgendein Werk gesagt hat. Und nichts gebraucht hat. Weil er gleich schon wieder aus ist. Weil alle nichts können, davon noch nicht mal die Hälfte. Ich könnte noch nicht mal gejammern, ich könnte eigentlich gar nichts. Hä? Und? Hätte ich aber so können, ist versuchen, andere Leute zu kopieren, hä? Oder irgendwie hinzustellen, irgendwo, hä? Weil es ist ja eine Win-Organisation.
Aber ist ja recht, ich habe es damals schon mitgemacht, dass die Valentina einen Knoch geheiratet hat. Untergrundmäßig, ja. Und hier ordentlich durch die Nacht und Haus eingeweiht und was weiß ich, das Haus war für mich bestimmt. Ja? Der Knoch hat versucht, meinen Ausbildungsplatz zu bekommen, also in Leipzig, ja, meine Berufsschule. Ja? Dafür habe ich mutwillig krank gemacht. Ich bin jetzt Behinderter, Alter. Ja? Und von der Gesellschaft gleich fertig gemacht, mir wird alles genommen. Und du rufst noch nicht mehr an. So, und dann kannst du dir mal den Kopf gemacht, Alter, was du für ein asoziales Drecksfatz gefiecht bist. Ich habe bloß einer geschafft, gut auszusehen und zu versuchen, mich zu nutzen, Alter. Jeder muss auch einen nutzen, Alter, das sage ich auch, ja. Aber das, was ihr macht, das werde ich zur Anzeige bringen, ja. Und werde ich euer strafrechtlich verfolgen bis zum jüngsten Gericht. Und dann sagen wir mal, wie weit wer kommt. Oder du rückst dir an und dann um deine Leute hoch. Ach ja, ach ja, ach ja, ey. Und dann, ja, manchmal vor der Webcam arbeitest, bist du bestimmt eine so unbeducht, du könntest mir finanziell unter die Arme greifen, mit 2.500 € minus, auch keinen Cent mehr. Und die ganze Zeit, welcher, Alter, wo bei mir noch klauen oder was weiß ich, oder Zeug, und Stopp austauschen oder was, wo wir die Bullen schicken wollen und überhaupt, ja. Du wolltest damals am Anfang, wolltest du das spenden für mich, damals, wie wir uns kennengelernt haben, weißt du es noch? Ey, weißt du was, du hast noch nie was gemacht, du wolltest Drogen schicken zu Weihnachten, nie was gemacht. Mittler, du bist einfach so eine dumme, der war so ein dummer, verfickter Lügenfatze, Alter. Hä? Und Klemmers, Alter, egal wo du auf deinem scheiß Planeten rumtappst, irgendwann finde ich dich, dann fick ich dich, Alter. Und dann fick ich dich anders. Dann fick ich dich mental. Und dann fick ich dich in deiner Bezug. Und fick ich dich in deiner Zukunft. Und irgendwas, was du versuchst aufzuweiten, das reiß ich immer wieder nieder. Und ich sagte, du willst nicht sagen, was ich jetzt für Stellen angreife, Alter, nur weil du dich nicht malst. Aber wie gesagt, hä? Da ist noch nie was Effektives passiert, wenn ich zu dir gesagt habe, teilt das und das, mach das und das. Hätte mir sein können, hast du nicht gemacht. Weil du dich plötzlich stellst und sagst, ich möchte gern, wie wenn das so wäre. Und ich sag dir ehrlich, ich habe die Schnauze voll, weißt du, von meinem Kindergarten wie du. Ich weiß auf jeden Fall, er ist, in was für Richtung du verbunden bist. Und ich weiß, wo ich meine Regelungen machen muss, Alter, dass die Leute mir zuhören, nicht mit dir. Und ich weiß, Alter, wo der Scheiße herkommt, das ist nämlich, weil er die alten Scheiße abwischt, Alter, weil die nämlich alle so komplett Batscherhol sind, Alter, dass das ewig nicht raffst, Alter. Hä? Die gönnen nämlich der Alter die Jugend keine Freiheit, Alter. Und du machst mit. Was bist denn da, ein Menschenfeind, du Kandidatin? So, Mademoiselle, ja? Ich tu Bibelverse vorlesen, auf Mimon und Baraka-Kanal ist mir gerade zugetragen worden. Das kostet dich Geld. Und zwar 15.000 €. Und ey, Schatz, wie geht's denn dir? Mir geht's überhaupt nicht gut, Alter. Die betreiben schon wieder maßlos, Alter, mit ihrer Stalkerei und allem drum und dran, Alter. Ehrlich, ey. Wirklich. Kanal voll bis ever, 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 ever. Ruf mich an mit meiner echten Nummer, Alter. Machen total alles trara, Alter. Ekelhaftes Drecksgesindel, Alter. Bäh, ekelhaft, Alter. Bäh. Und Bullen nehmen mir die ganze Technik weg, ich kann es nicht beweisen, kann kein Video drüber machen, hab kein 2 Handy, um das abzufilmen, Alter. Prima, gell? Richtig prima. Und die Rufnummer haben mir die Bullen weggenommen, ja? 017038. Und dadurch, dass die mich mit der anderen Nummer angerufen haben, gell? Mit 01523, hä? Heißt es, dass sie mir zu einer anderen Zeit alles Handy geschafft haben wegzunehmen, Alter. Und das sind die in einer anderen Zeit. Aber wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Oh, schön, dass du dich meldest, ey. Ich habe mir schon übelst Sorgen gemacht. Nee, geht mir total scheiße. Die machen immer zu in meinem Kopf, Alter, wie so eine Art Spinne rein. Und die verbindet sich dann oben in meinem Kopf mit meinen Gedanken und versucht mein Bewusstsein zu unterdrücken in meinem Körper. Und dann platzieren sie sich hier in die Nachbarwohnung übelst und denken, die können mich fangen, Alter, und können mich catchen und machen, dass ich übelstes Game draus, Alter, und zittern hier übelst rum und jeden Abend, Alter, versuchen sie die Polizei herzurufen, dass die mich welche irgendwas einsperren können und lauter so Zeug, Alter. Ich hab keinen Bock, ey. Du musst unbedingt mithelfen, Alter, dass das nicht mehr passiert, Alter. Du musst unbedingt dir einen Kopf machen, Alter. Ey, wie mit denen ein komplettes Handwerk legen, Alter. Diese scheiß Valentina hat das überall in der ganzen Welt klar gemacht, Alter, dass die alle denken, die können das machen, Alter, echt. Und das ist die Valentina Abrosimov, Malmerzelstraße 76a in 965-15 Sonneberg, ja. Wir müssen jetzt für maximale Strafverfolgung sorgen. Das ist die einzige Haupttäterin von dem ganzen Blödsinn.
Überleg mal, ich war wegen den 16 Mal in die Psychiatrie gesperrt, Alter, für verdammte Scheiße. Hä? Verfluchte Ochs. Ich habe mich 16 Mal in die Psychiatrie gesperrt. Jetzt wollen sie mich schon wieder in einen Knast kriegen, Alter, wollen mir Christel unterjubeln, was weiß ich, was sie vorhaben. Die sind einfach zum Scheißen zu holen, Alter. Überleg mal, Alter, die Scheißwichser, Alter, vom Bullen, Alter. Komm mal bei mir, Alter. Mach eine Hausdurchsuchung, Alter, von wegen Stopp Polizei, keine Ahnung, brechen die Wohnung auf, nehmen wir meine 8 Computer mit, Alter, meine 2 Laptops, mein zerlegten Laptop, ein Laptop von einer Freundin von mir, meine 2 Festplatten, meine externen Festplatten, meine 4 SIM-Karten, meine PlayStation 4, Alter. Und ich stehe da und muss mich kümmern, dass ich das neu kriege, Alter, mit dem PlayStation und Computer. Jetzt stehe ich da, habe einen Computer, keinen Speicherplatz. Muss immer zu mit Ressourcen kämpfen, Alter. Das ist so ein totaler hässlicher Scheiß, Alter. Weißt du wie? Ich strafe euch, Alter. Das kann doch nicht sein, Alter. Was ist das für eine Welt, Alter? Die Bullen können gefickt, Alter, aber richtig. Und das in der Öffentlichkeit. I feel lonely. Low, 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 lonely. Girl, you know the only. You make my dream come true. Halleluja, halt die Esse fest, mein geilstes Stück DNA auf dem ganzen Planeten, schreibt mir endlich mal wieder Nachricht. Oh, du weißt, dass ich sofort einen Steifen kriege, Alter, weil ich irgendwie nur drüber nachdenke, wie es so sein mag, dich anzufassen. Ey, du bist sowas von dermaßen scharf, Alter. Du bist so dermaßen hübsch, Alter, Schatz. Und dafür liebe ich dich, echt. Boah, danke, dass du dich meldest. Ja, ich bin wach. Zwar nicht sehr wach, aber drei doch schon wach, weil sie mich in den Schlaf lassen vor lauter Schmerzen. Und bubabu. Und da brauche ich nicht mehr Drogen dazu. Ich kiffe eigentlich, oh, es langweilt mich alles so. Oh Schatz, kommst du mal mit gescheiter Betäubungsmittel zu mir? Und gibst du mir mal einen Einlauf? Weil, ich brauche Pflege und Betreuung, bitte. Schatz, ich weiß ganz genau, wenn du wirklich, wirklich tief in deiner Seele so sehr an mich denkst, dass du weißt, wie ich mich fühle, da eskalierst du fast vor sexueller Lust. Und das Ding ist, was der Mann in Goldnutz sich gedacht hat, gell, dass er dich bei Huns und Kunst für jede Schandtat anbieten kann, weil du die geilste Frau auf dem Planeten bist. Das Ding ist, das könnte ich ja real machen. Dann dürften die das. Dann könnten wir Pornos damit drehen, Alter. Dann müssten die aber sehen, dass sie schnucklig dafür aussehen und ordentlich gepflegt sind. Und da passiert ja nichts mit Krankheiten und so, weißt du? Und dann hättest du deinen Spaß. Wir hätten eine Vermarktungsquelle. Ja? Weil dafür zahlen die alles, glauben es, alles, alles. Die arbeiten ihr ganzes Leben dafür, dass die einmal meine Frau bumsen dürfen. Und wenn ich das auch noch genehmige, dann ist das heilig. So, Schatz, hä? Verstehst du jetzt, wie wichtig das ist, Alter, dass du zu mir kommst in meine Kirche, in meine Zwei-Raum-Küche-Bad-Kirche, wo andere hingehen, Alter, und sich das Blut und die Schaden dort von den Fingern und von den Händen runterwaschen und die kommen von irgendwo, die haben irgendwo einen Schlüssel. Und das passiert in einer Situation, wo ich gar nichts dazu konnte, überhaupt nicht einschätzen konnte. Ich brauche mich wegen Sicherheit, ich habe keinen Bock mehr drauf, verstehst du? Ey, mein ehemaliger Ausbildungsmeister. Mein Ausbildungsmeister, der mich ausgebildet hat, ja. Traktoren zu reparieren, Alter, der sich schon alles gegeben hat. Echt ohne Scheiß, der hat sich schon alles gegeben. Der ist mit der Hand abgerutscht und hat sich die halbe Hand abgeschnitten in einen Futtermischwagen, Alter. Da war ich dabei, verdammt. Die Hand hat einfach aufgeklafft. Der Daumen hing fast nicht mehr an der Hand dran. Der ist da abgerutscht und da ist ein Messer rein. Hey, der ist nauf, der ist ein Meisterbüro, ja. Da hat sich Lackierkleberband rumgeklebt und Klopapier, was er sich rumgewickelt hat, kam mit einem riesen Daumen wieder rein und hat einfach weitergearbeitet komplett. Der Schnitt war mit Sicherheit, ja, 1,5 Zentimeter tief. Danach konnte er halt seinen Finger innen drin nicht mehr bewegen, aber das war halt erst mal wurscht, hab doch die Arbeit ist fertig geworden. Ey, das ist die krasseste Sau, die ich je kennengelernt habe. Hey, und der hat mich ausgebildet, ja, was willst du da warten? Das ist ja schön, Alter. Messer, Fallen. Warte mal, ein Jeansjock oder ein paar Lederhandschuhe. Okay, komm. Und das ist nämlich, naja, müssen nachgeschärft werden. Und wenn es dann Schloss hat, macht man eh kaputt. Das ist nämlich, wer repariert denn sonst? Wer repariert denn sonst?
Vor allem, wenn sie einen Verschleiß überall so sehr erhöhen und das alles kaputt geht, wer kümmert sich denn dann? Hä? Wer managt denn doch das ganze normale Leben aus so der Clash Uni, hä? Und wer hat nämlich so recht mit allem, was er sagt? Ja, der Schöni. Und wem geht es deswegen am schlechtesten? Ja, der Schöni. Und warum geht es dem Schöni schlecht? Dass er dem Schöni alles antun, Alter, was er denn woanders, wenn sie das explizit schnell machen wollen, rechtfertigen können, dass es so ist. Und weißt du, wie ekelhaft das ist? Und weißt du, wie dringend ich da dich als Frau brauche, Alter, die mir da ewig hilft, dann hast du seinen Scheitel zu ziehen, Alter. Dass wir das absolute Reizmittel haben, Alter. Hä? Wo ich jeder Bock drauf hat, ja. Und einfach alle in unsere Bredouille sind, Alter, weil wir haben müssen, weil das einfach vom Gefühl her nicht aushalten. Die müssen einfach, Alter, mit dir betrügen, Alter, wir müssen das dürfen, weil ich das auch. Und das halt so, dass die Alten hier schon, Alter, und die halt hemmen gehen, Alter. Weißt du wie? Ey, ich hab schon, na, meine Jacke, zig Beutel, bestimmt 8 oder 9, hä? Mit Christel, pro Beutel 3-4 Gramm oder so. Ja, das Problem ist, dass ich, wenn ich in der Stadt bin und cooler Kinder treffe, so, ey, hast du mal einen Fünfer? Und wenn sie einen Fünfer dafür aufbringen, wenn ich ihnen sage, pass auf, damit kannst du deine Eltern dein restliches Leben lang einen Scheitel kämpfen. Dann glaub mir, Alter, dann Fünfer bringen sie auf und kriegen sie von mir einen Beutel mit Christel drin, was zwar Salz ist, aber wie Christel aussieht. Aber komplett. Ich könnte ja meiner Beutel sein. Und damit käme das Kind ab dem 6. Lebensjahr von Fünfer den Eltern komplett in Scheitel. Ja. Weil dann lässt das mal irgendwo liegen in der Wohnung. Ach du Scheiße, nimm Zwang. Und dann, dann ist die sogenannte Brühe wirklich verschüttet. Ich zeig's dir mal, ich schick dir mal Foto. Aber halt für dich, das ist dir für jedermann gedacht. Wenn das jemand anders macht, kriegt er eine verstärkere Strafe, Alter, wie auf jede Droge, die es gibt. Du brauchst den Nieren an, das ist halt so, das sieht so aus. Du willst die Kinder verarschen, geh gar nicht hier. Aber wenn das so schön die macht, nee, also das hat seine Richtigkeit. Weil, wenn das auch schön machen muss, dann komm. Weißt du, und das mache liebe ich dich, weil du mich liebst. Und das mache können wir zusammenführen und ewig schwörst du es mir auch. Ja, Schatz, ich und mein Computer haben ein Virus. Und weißt du, was ich mir das Leute wünsche? Ich hab doch gehabt, sehr egal wann. Ja? Am 12.07. wo meine Zeitrechnung entstanden ist, habe ich doch Geburtstag gehabt. Weil ich habe einfach, ich bin mit meiner neuen Zeit geboren, weißt du, immer am 12.07. um 4.44 Uhr. Und jetzt überleg mal, 444 ist Engelszahl. Ich bin als Engel auf die Welt gekommen mit logisch langer Haar. Und die tut mir so weh. Das funktioniert alle wie in ihr, weißt. Ich kann nicht unheilig sein. Ich kann mich halt gewehren. So sehr, dass ich dann alles gleichzeitig werde. Aber böse sein kann ich nicht. Das ist scheiße, weißt. Das ist echt scheiße. Das fällt mir einfach. Aber du weißt nicht, wie ich ausrasten kann, Alter. Das hast du einfach noch nie erlebt. Das kannst du nicht erzählen lassen. Und dann weißt du ganz genau, Alter, wenn du einen falschen Fall machst, dass du so die Schneide voll, Alter. Weil das Ding ist, ich klopf dich, windel weich, schlauch dich und fraß dich, wenn du scheiße brauchst. Weißt du, das ist einfach, das weißt du, aber das ist bei mir das Problem, was dir passt, aus ich halt. Und das ist einfach, was mich so ankotzt, Alter. Weißt du, weil du weißt, vom Engel zum Jeebus Creamers, Alter, gehst durch ein Feuer, brennst, stehst als Skelett und tanzt. Das ist einfach nicht lustig, weißt du, das ist einfach nicht lustig. Verstehst? Und ich brauche einfach in meiner Kirche die Vernunft daheim, okay? Und ich will es mal Kind machen, okay? Ganz einfach, nicht du und der Goldnerz und der Valentina machen, was ist ich, Alter, wir zusammen müssen ein fucking heiliges Kind machen, okay? Und dafür braucht man Zeit, Ruhe und Liebe, okay? Und das ist einfach wichtig, ja? Das ist einfach wichtig, weil ich muss einfach meine Geschichte fortsetzen. Ich muss einfach dafür sorgen, Alter, dass so ein guter Seele wie meiner einfach für die Nachwelt da meine Bestand hat. Ich habe noch kein eigenes Kind. Ich habe nur mit einer Frage geschlafen, die hat ein Kind, das verhält sich heilig
und mir angepasst, wenn ich dabei bin. Ich weiß nicht, was da los ist, wenn ich hier dabei bin, was da abgeht. Ich brauche einfach jemanden, der mir hilft, und auch mir wegen Vernunft zu halten, weißt du? Verstehst du das? Da darfst du ja keinerlei hängen, die da irgendeine Irre für was ich mit uns in Berlin gemacht habe. Das geht überhaupt nicht. Das hältst du dir aus und das halte ich dir aus und das will keiner und das macht keinen Spaß. Und wenn die dir merken, das wird mir glücklich werden, also weiß ich ganz genau, ob das passiert. Du bist so ein total derbes Unglück und da kann ich ja wenigstens dazu. Also heißt es ja, du willst. Ich meine, es ist ehrlich, nicht zwischen Tür und Angel, wenn du uns da richtig Zeit dafür weil wir brauchen nur von allen den Segen dafür. Du musst jeder deinen Bauch streicheln, der heilig ist, verstehst du? Und ich muss darauf aufpassen, dass keiner da was machen kann. Und wenn ich mit dir durch die ganze Welt reisen tue, Alter, aber Hauptsache wir sind beieinander. Und dann musst du einfach dein Kind so lange in die Obhut von deiner Mutter geben, dass wir Zeit für uns haben. Das ist einfach so. Das muss einfach sein. Das Situation muss ich einfach ergeben. Da gibt es überhaupt nichts, was da irgendwie dagegen spricht, dazwischen steht. Du musst einfach sehen, dass du ein bisschen Kohle zusammenkratzt, dass Sonnenberg kommst, dass wir eine Farbmöglichkeit haben und das alles klären können. So Body und Kleid, aber halt Engel zu zweit, weißt du? Und das muss einfach sein. Das muss einfach sein. Das ergibt da so gut aus Story, davon haben übelst viele was, weil wir von allen was kriegen werden und kann man ja teilen, weißt du? Das ist nämlich logisch. Und es geht aber nur, wenn wir zusammenhalten, Alter. Alles andere macht eh alles kaputt, verstehst? Und ey, wollen wir meine Zukunft, wie alles zerbricht, Alter. Willst du das echt weiter angucken, Alter, und denken, dass da irgendwas mit Scheiße an erreichst, wirst du nie erreichen, nie. Du kannst dich nur mit jemandem wie mir verbünden, Alter, und eine Einheit werden, Alter. Ich will den allgemeinen Verein Interesse gründen, Erwachsenenpfad finden, und dass die sich wie Kinder wieder fühlen können und dann auch wieder verstehen, wie Kinder denken, Alter, und dann überlegen, Alter, was Kinder antun mit dem, wie sie sich verhalten und dann auch selber sich wieder besser fühlen, das ist nämlich wichtig. Pfadfindung für Erwachsene ist so wichtig, Alter, das muss ich mit dir zusammen machen, okay? Und wir gründen einen Scheißverein, allgemeiner Verein Interesse, da soll einfach jeder sich beteiligen können. Weil was machen sie denn, Alter? Soll ich doch mal meine Tür fotografieren, was sie machen, Alter? Die tun im Internet propagieren, in die Nachrichten, hä? Das Gesichtserkennungssoftware, ja? Dafür sorgt, dass da halt, wie haben sie geschrieben, Gesichtserkennungssoftware sorgt dafür, oh Mann, ich weiß nicht, für was das sorgt, dass da deine Privatsphäre verlierst, ja, die bezeichnen quasi einen anonymen Ablauf ihres Tages, wo sie eure Monier so richtig aufhalten, wenn nicht genug Kameras sind, bezeichnen die quasi wie habe ich gerade gesagt, merkst du, was die mit meinem Kopf machen, Alter, wer weiß, wie lange ich noch zu leben habe, wenn die so weitermachen, Alter. Die wollen mich ja komplett loswerden, kaputt machen. Das bedeutet, wir verlieren Zeit wie Sau. Oh, Scheiße, ey. Weil das beleidet ja jeder, verstehst du, eine hübsche Frau zu haben. Und wollen sagen, oh, lass mich kaputt machen. Und dann müssen wir beieinander sein und miteinander aufpassen. Nehmen wir zu, ob man ist. Und das ist einfach fest. Wenn dann solche Augen kommen, wie der Kumpel von mir, Alter, der hält sich wohl noch irgendwie sich zu mir traut. Und dann von mir 20 Euro kriegt, wie er mich helfen lässt, Alter, was soll ich da machen, Alter, was soll ich da machen, verdammt, ey, was soll ich da machen? Im Internet steht der Gesichtserkennungssoftware, wäre nicht gut, nur wenn er die Identität verliert, Alter, klar, natürlich. Das sollte registriert werden, wo sie rumtappen und wie sie aussahen, das ist doch richtig so, Alter, weißt du, Alter, diese Wichser, ey, ja. Kanalisation, wo sie sich überall rumdrücken, ist genauso videoüberwacht wie die Oberfläche West, bloß das läuft halt anders. Da stecken sie halt in den Klemmer, Alter, da wird halt an der Oberfläche dem und dem gezeigt, Alter, wenn sie das und das nicht machen, da stehen sie da und dann sind sie auch hier, ja, und dann geht's los. Wenn ich da und ihr so einen Punkt wie dich und mein Leben bin, sterbe ich, das weiß ich.
Dann sterbe ich, weil ich nicht effizient genug bin, mir einen gescheiten Rat zu suchen, Alter, mir nachher ein Kind zu machen, verdammt, oder das irgendwie in der Reihe zu kriegen, Alter, das schön, wie bestimmen muss, Alter, weißt. Dann hat sozusagen quasi Familie schön, also Eltern schön, Christian schön kaputt gemacht, mit anderen Leuten. Und ja, dann ist es nicht so, dass die Jungen die Alten aufräumen, dann räumen die Alten die Jungen auf, also wenn die Jungen sein wollen, werden immer älter, immer schneller und gehen ewig fragen. Oh, das ist ekelhaft, oder? Das ist ekelhaft, den braucht wirklich kein Mensch. Geht halt hier los, gucken. Den scheiß Bullen nochmal alles zerpflückt, Alter. Ja, ja, Cardona will mir helfen hier. Mein Schrank, guck mal, mein Computerschrank, das war so ordentlich gemacht und die müssen alles zerpflücken, diese Wichser. Ja, und bin da gerade heimgekommen, erst halt, wisst, und das sieht halt, wisst, alles wie Dresden 45 hier. Aber das wird schon, ha, hier bin ich. Die Polizei ist der 30.12.2019! Die Polizei Sonneberg! Mit ihren scheiß Einsatz! Hat mir die Handys weggenommen! Die Beweismittel! Hä? Und die stalken mich! Ihr Wichser! Die rufen mich mit meiner eigenen Nummer an! Und machen mich fertig! Hier! Hier! Jetzt muss ich meine eigene Nummer muss ich bei mir blockieren, Alter. Das ist doch wirklich nicht mehr normal. Und hier meine andere Nummer. Meine andere Nummer. Mit meiner alten Nummer haben sie mich angerufen hier. Da gucke ich die zwei. Und da haben sie mir gedroht gerade eben. Er will mich umbringen und dergleichen. Unterzeugen. Hier ist ein Junkie. Red mal einen vernünftigen Satz. Das stimmt. Warum kannst du mich, mit meiner Rufnummer anrufen und warum drohst du mir? Weil ich's kann, Schöni. Und bald werden wir noch viel mehr können. Was willst du noch können, bald? Da, Alter, hä? Mich haben sie früh um sieben, halb acht haben sie mich betäubt, Alter. Und haben meine Mutter angerufen, hä? Um 8.21 Uhr, da, jetzt ist es von allein weggegangen. Also meine Mutter angerufen, Alter. Früh um 8.21 Uhr. Da haben sie mich aber dazu betäubt, ja? Ich habe jetzt, war ich betäubt zweimal, Alter. Bin ich um 10 nochmal wach, Alter. Habe ich mich jetzt gerade aufs Klo gesetzt. Und dann bin ich jetzt um halb zwölf zu mir gekommen, hä? Und um halb neun haben sie meine Mutter angerufen, Alter, hä? Waren sie vielleicht mit meiner Mutter beim Arzt, Alter, oder was, hä? Alter, ich glaube, es hakt, Alter. Ich glaube, es hakt komplett, Alter. Ziehen sich in die Nachbarwohnung und betäuben mich, Alter. Ich bin wohl komplett. Moin, Schlampe. Ja. Wenn man jemanden sein Zeug kidnappt, ist man sein Schlampe, oder? Nur Schlampen kidnappen, weil sie dumm sind. Intelligente Menschen machen sich an. Strich durch die Rechnung. Durch welche Rechnung denn jetzt? Na die. Die da auf dem Mischpult steht. Mein heiliger Geist hat es zwar versucht umzugeben, hat sich die größte Mühe gehabt. Aber ich habe es statisch ausgeglichen. Ich habe gesagt, fick dich, Heavy, das bleibt doch stehen. Weil das ist die Rechnung vom ARD, ZDF, Beitragsservice. Und ich muss meinen Beitrag leisten zu eurer Dummheit. Ich bin nämlich cool. Aber weißt du, was mich nervt? Ich höre irgendwelche Arschlöcher, hä? Hier. Lebender, menschenähnlicher, nichts nutzt. Hier drin. Und weil sie die großen Stalker wollen, sei wollen sie einen schönen als sämtlicher Bredouillen bringen, dass der irgendwo landet, durch eine Situation, wo er nichts dazu kann, weil einen schönen nimmt eh keiner mit Hemd, das traut sich keiner. Also alle denken, oh Gott, wenn mein Kind noch cool wird, na, das geht nicht. Das Problem ist, das Kind will wissen, was ist mit einem schönen.
Dann willst du nach dem Baufast. Dann willst du nach dem Bibi noch was. Aber wenn der hart wird, warum wird er nie hart? Warum wird er nie hart? Was ist da los? Das will das Kind wissen. Weil es eine schöne Schöpfung vom ersten Gedanken an kennt. So. Und die Eltern sind da. Und du musst ganz Internet benutzen, Alter. Alle Bezüge benutzen, dass das Kind dann schön hier kennenlernt. Und die Walle hat noch schon längst erzählt. Hat sie noch schon einen Traum gezeigt. Hä? Wer er ist. Und die suchen Erlern schön. Und dann, oh, was passiert denn dann, wenn du die Walle ärgerst, weil sie schön seine Traumfrau ist? Als süchtiger, abgefuckter, geiler Russin. Hä? Die ist noch geiler, wie jeder Schauspieler von Spoon. Ja? Und scheiße, süchtiger Menschen sind in der Bredouille. Aber wenn sie Polydox sind, hm? Und die Polypen rausgekriegt haben, wie ich, ein Polyp ist ein Stalker, wo der eine Nase in die Ruhe gibt. Der muss raus. Der muss raus. Das ist als Kind extrem ekelhaft. Das ist die Hardcore-Operation, wo du als Kind haukast. Weil wir vollen Bewusstsein und die kommen raus. Da lernst du dann hier, was das ist. Aber es wird was aus dir entfernt, was in dir drin lebt. Und du siehst das. Also war bei mir so. Ab da wusste ich, ach du Scheiße, mich bevölkern außerirdisch, aber was soll ich das jetzt machen? Wie soll ich das auch dann erklären? Die haben noch Angst, mich aufzuschneiden, Alter. Die haben noch Angst, mich zu verbrennen, weil die lieben mich doch. Und ach du Scheiße. Und dann war ich in meiner Bredouille. Weil das Problem ist, dass mein Vater jemand anderes ist, wo denkt er, war mein Vater. Die dann das 30 Jahre lang weiß gemacht haben. Und der gezielt gegen mich vorgeht, allerschönst kennt und was weiß ich alles macht. Und stellen den für meinen Vater hier. Ja? Und tauchen der Vater. Ja? So, dann ist effig Wichser. Halt. Effig nur dummer, unglaublicher Wichser. Weil mein Vater, Gott sei seiner Seele gnädig, ist bei einem Autounfall gestorben. Ja? Verdammte Scheiße, und liegt 19 Jahre tot auf dem Sonnenberger Friedhof, kannst du dann auch gucken. Udo Schön, Mitte 30 gestorben, Stefan Schön, Mitte 30 gestorben, beide liegen im Sonnenberger auf dem Friedhof. Warum? Weil sie die Schön ständig unter der Erde bringen, weil sie nicht verkraften, dass es da cooler Menschen gibt. Cool, hä? Das fetzt richtig. Das wollen sie alles ausnutzen und benutzen, kennen können mit klar, weil ich kenne das Tempo in dem Moment und so, das geht dann ja. Wie sollst du an Schön erlaubt, hä? Imitieren können. Zwar lässt dann schön cool sein, machst Natur und dann stehst du da und benutzt das. Und dann bringst du die ganze Welt halt durcheinander. Und dann geht gar nichts mehr irgendwo. Und dann kriegst du einen Psychopathen aus dem Knast raus. Dann da du hier spannst, wo du glänzt schön wohnt. Und dann spannst du da hier, das glänzt schön, sagt, du wirst jetzt mein Freund. Da hängt dann sogar Scheiße an die Tür. Und zwar wohnen unten drunter, das konzentriert er böser. Hier, heiliger Himmel vom Schönen. Also, du unterhältst dich gerade mit Gott persönlich. Brauchst nicht antworten. Es gibt nur einen wahren Lichtgott, der maximal heilig ist. Hä? Nur der kann das geballte Licht von der kompletten Menschheit und vom kompletten Sein beschützen. Da dürfte nicht ganz dicht sein, es musste gleich schön sein und es ist nämlich gut jetzt. Pass auf. Hast du das gehört? Warte. Oh. Ja, es riecht ein wenig nicht so ganz so nach Kohl. Die ganze Nacht habe ich mir einen abgelacht, Alter. Hä? Habe mich auch noch ärgern wollen. Mich nicht schlafen lassen. Die ganze Nacht, hä? Bin ja Behinderter, gell, was will ich machen? Meine einzige Freude kann ich mir selber schenken, indem ich mich selber über meine Lebensweisheiten freue. Das T-Shirt kannst du dir angucken, das Foto kannst du überall publizieren. Das ist die einzige Bildung, die wirklich stimmt. Das ist die einzige Bildung, die wirklich stimmt. Ja, es muss da spiegeln, es ist jetzt spiegelverkehrt, aber ich drehe jetzt nicht das Handy um. Es ist jetzt 44 04 40. Guck dir das an.
Guck dir das an. Schnell, schnell. Schnell. Hier. Wir sind 5 Minuten vor Silvester. Vor meinem Dorf Silvester. Und ich habe schon mit eigener Zeitrechnung 7 Monate überlebt, 19 Tage. Und wir sind 5 Minuten vor Silvester, bevor der 20. Tag im 7. Monat noch beginnt. Meine eigene Zeitrechnung, CMS-Zeit. Die beginnt am 12.07.2019, ja. Und ich bin der Meinung, ich muss die Weltzeituhr resetten. So, hä? Welche eure Lügenmärchenzeit. So, und das läuft jetzt schon in der Vorbereitung 19 Tage, 7 Monate, 23 Stunden und 40 Minuten. Und das ist der genialste Film, weil der mein Verhalten am allerbesten beschreibt. Und auf die Piraten, da mache ich meine Kippen drauf aus. Weil das kann man anderweitig verwenden, das zeige ich euch aber in einem anderen Video, was ich da draus mache als die Piraten. Da haben endlich alle da gestanden, wie ich das vorgehabt habe und so eingesetzt habe, haben sie dort gestanden, Alter. Jetzt ist es aus. Dann denke ich mir, ich muss Kondensatoren, die aber auch mal speichern, aber die Möglichkeit gehabt, was abzuleiten. Und dann stehe ich da und dann baue ich ja schön die Naht. Zweiter, Frau Rehberg, sehr abbold. Weil Termin bei der Frau Rehberg, die ist treu wie ein Reh und verträgt wie ein Berg. Ist die geil, oder? So Schamanin, Mann. Weißt, darin schütte ich mein Herz aus, Alter, hä? Wenn mir wehgetan wird. Am 20.02.2020, Alter. 2002, 2020. Ist das nicht ein Datum? Solcher Termine kaufe ich noch ein schöner Kau, echt? Also ich. Guck mal, ich habe einen Undercut. Solcher Termine kann nur ein schöner Kau. Und ja, man muss auch mal Material, was metallisch ist, überprüfen mit dem Brenner. Aber guck, wie es hält. Und was ist ein Bong? Von Aaron McBong? Weil man damit Tabak auch rauchen kann. Natürlich Cannabis verbieten soll, weil du wirst ja der Natur verbunden, hä? Deiner Geister verstehen. Hä? Das war ja nicht mehr so, dass die alle weg, wo sich Polizisten schimpfen. Hä? Und bestraft dich mit was weiß ich, wie hoher Geldstrafen dafür, wenn du heilig naturverbunden leben willst. Danke Deutschland. Sonneberg zeigt mir, wo es lang geht. Ja. Das ist, wenn die ganzen Schöns, also alle Schöns, hä? Vom verstorbenen Udo Schön, der als sogenannter Geist, und ich hoffe, er ist wirklich ein Geist, weil wenn ich fresse, ne? Dann wirklich, dann garniere ich noch mehr. Weil er ewig offiziell schon seit meinem 6. Lebensjahr tot ist. So, und ich bin jetzt 35. Das bedeutet, ja, die wohnen unter mir, vom Leo Sesselmann aus, höre ich das, ja? Lassen sich beraten von meinem Vater. So, und jetzt überleg mal. Mein Vater ist seit 91 gestorben, oder? Warte mal. Ja, 91, war 7, hä? Jetzt haben wir 2019, der ist 18 Jahre tot. Hä? Sein Grab, kannst du gucken, steht in Sonnenberg auf dem Friedhof. Udo Schön. Und dann gibt es in Sonnenberg auch noch den Harald Schön. Den Opa vom Schöni. Von mir. Vom PlayStation-Liebhabenden. Alles verwendenden Bastler-Experten, der ewig alles zum Einsatz bringt, was er findet. Und Möbelade baut. Das wäre hier, zeige ich dir, pass auf, was hier geht. Ich weiß nicht, ob der Ton da ist, ist mir scheißegal, wenn der euren Nenner was aufgestellt hat, bringe ich nach um. Machen wir mal Möbelade-Überprüfung, ja. Das, wenn du dir nicht in echt anguckst, glaubst du nicht, dass es das wirklich auf der Welt gibt, so. Aber das Schöne ist so fair und reizt dich nicht bis zum Anschlag, dass du das nicht siehst, sondern da zeigt es dir bei YouTube, wie es gehört. 500 Abonnenten, guck mal, die Polizei fährt über den Monitor. Warum? Weil die hergefahren sind, ja, unter der Leitung von der Konstanze Rückert, ja,
Und mit dem Schulz dabei, von der Sonnenwerder PI, ja. Und haben hier 3 Gramm Gras konfisziert, ja. Weil der Schulz ja naturverbunden leben will. 1/4 Gramm Haschisch. Und haben das gestern so zur Anzeige gebracht, diese Wichser, Alter. Und ich fress die, der Bauer und der andere, ich fress die komplett. Jetzt kommt der springende Punkt, Alter. Deswegen fick dich, du Wichser. Fick dich effig und du kriegst's richtig. Du kriegst's richtig. Das Video veröffentliche ich nämlich da, wo ich alles darf. Und dann weißt du gar nicht, welchen Weg das geht, du Arschloch. So, oh, guckst du blöd, Instagram, mein Freund. Instagram, mein Gott. Guck mal, das ist mein Möbilat. Und jetzt stell dir mal vor, dass wenn ich den Fernseher, nicht ganz einblend. Also wenn ich so mache, Dr. Anonym einfach ins Sendestudio fährt, einfach im Bild ist, ohne großartige Programmierkenntnisse und sogar mit dem Kopf schütteln kann. Und dass da sogar die Türen aufgehen und ich so machen kann. Bumogel! Bumogel! Guck dir an, wie er kommt. Da guckst du. Einsteigen. Bumugel, du fährst nicht weit, nur ein Stück vor. Bumugel, steig ein. Bitte. Siehst? Er ist drin. Schön zu. Klappe, Action. Und was haben wir jetzt für Action? Der Bumugel will alle anonym. Alle anonym. Die jemals im Einsatz waren, mobilisieren, weil ein schöner Frau rausfinden soll. Ob das alles der Wahrheit entspricht. Ja, und wenn er schön jedes Mal, wenn er die Tür aufmacht, wenn er zuschließen muss, dann liegt das nur daran, weil dann ewig zu viele Leute kennen. Und jetzt guck dir die Symbolik an. Klemmers, die kann ich mit meiner Spraydose so überall publizieren. Wenn ich das machen soll, okay, dann bleib fern. Dann bin ich der große Tagger. Dann fange ich an und verziehe die Welt. Wenn du kommst, zeige ich dir, wer solche Freunde hat. Denn ich habe Freunde, die stehen da, Alter, die gucken dich so an. Und wenn die dich an meiner Seite sehen, dann sind die beruhigt. Wenn nicht, suche ich mir so eine, die cool ist. Denn die macht das. Und dazu habe ich das geschrieben. Ja, Schatz, wenn du das veröffentlichen darfst, willst und überall publizieren willst, ja, dann musst du vorbeikommen und erstmal Therapie und Arbeit leisten. Und zwar, ja, da wenn ich pupse, das riecht wie beim Helmut Kohl. Weißt du, dass ich Pflanzenfresser in mir drin habe, so. Und wir brauchen Ultraschallgerät, müssen uns darum kümmern, dass wir da Fotos von denen schießen können, während sie gar nicht wegkommen, weil wir da ewig mit Technik drauf gehen, wo sie ewig nicht flüchten können. Und wir müssen vor allem, ja, guck, was haben die für Probleme. Wir müssen sozusagen meine Außerirdischen in meinem Bauch therapieren. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Hä? Weil Helmut Kohl hat auch so Probleme gehabt und nur Schmerzen. Und ich auch. Und warum soll ich dann hier mit dir nachgucken, hä? Außerdem müssen wir das Feuerzeug nach meinem Bus halten, wenn ich pups und amtliche Fonmessungen durchführen, wie stark die Flamme da rausgeht. Das habe ich als Kind schon gemacht. Bloß ich komme nicht so richtig nach meinem Bubsloch nach. Weil ich habe ja 180 Kilo mittlerweile. Und alles Belastungsgewicht. Also ich habe einen Astralkörper innen drin. Ich bin wahrscheinlich 60 oder 50 Kilo schlank. Und Schatz, wie komme ich denn da wieder hin, also mit Sex? Mein Name ist Schön.
Sehr, 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 sehr schön hast du die Scheiße gemacht. Ich bin schön. Und allein daheim. Scheiße, das ist immer so gefährlich für die Nachbarn. Mein Name ist Schön. Zuckerberg, Dieb Schön. Ich hatte ein Glas. Es war weg, von ganz alleine. Mit Zucker. Vom Zuckerberg gefühlt kam es zurück. Weißt du, wie blöd? Wenn der Zuckerberg mit seiner ganzen Kolonie und allem, was er kennt, der hat ja ähnliche Informationen über mehrere Menschen, ne? Wenn der Zuckerberg sagt, na, ich habe einen ganzen Berg, schön kriegt nix, dann haben wir 30 doch raus. Also ein Facebook. Der bringt uns gerade zu wenig. Dann können wir ihn ja ausgenutzt, dann macht's mal zu weit auf. Jetzt haben wir ein paar neue. Wir haben Facebook kopiert, dazu kann man nicht stehen. Das Schöne ist einfach zu intrigant, das können wir nicht gemacht. 30 doch muss raus. Da muss klarkommen, da dürfte sich hier nicht so benennen. Sonst dürfte es ja hier jeder. Und dann kann man ja nicht mehr. Und oh. Also die ganz langweiligen Community-Betreiber, weißt du? Und die haben einen Zuckerberg. Hm? Weil sie gesagt haben, okay, wenn der Mark Zuckerberg heißt, dann klauen wir das Facebook. Und haben einen ganzen Berg voller Zucker. Man sagt da so schön, gib den Affen Zucker. Du bist mein Affe. Und das war mein Zucker. Und das, Anna, war einfach mein Zauberglas. Ich habe Zucker rein gemacht. Aus dem Rewe, mein Zahn. Weißt du, was mein Zahn macht? Hier. Ja. Siehst du das? Hier. Warte. Das ist, wenn du keine Zeit für mich nehmen willst, dann kriegst du das richtig. Weil Siri, wenn meine Frau keine Zeit für mich hat, er setzt sich nicht durch den Karton. Oh, no. Und du musst das da, wo du deine Informationen herkriegst. Also hörst du jetzt, wenn ich mit dir plaudere und schreibst das so, wie ich das auch? Hä? Ich möchte, dass wir persönliche Gespräche führen. Und nie hier Larifari, Fromatari, Schmerzen im Zahn, weil der irgendwas sagen will. Hier. Ah, hier. Da kommt ein kleiner Schlauch raus. Ein kleines Metallrohr von irgendwelcher Wichser, die das von innen nach außen durchschieben. Als Protest, weil ich so cool bin. Und? Hier haben sie auch darum gearbeitet, dass mir die Krone rausfällt. So, und da, wo das Röhrler kommt, haben die Wichser mir so sehr meinen Zahn rau gemacht, dass er wehtut und ich jedes Mal an meinem Mund aneck, dass ich nicht so cool geplaudert habe. Und der Wester, weil ich kenne, die mich liebt, in welcher Bredouille ich bin. Und dann denkst du, du kannst mit O-N, wie? Also ohne neue Wichser, ja, NWO, warte mal, nie wirklich organisiert, warte mal, neue Weltordnung, wo bringen die irgendwas in Ordnung, hä? Und was sind das für Hardcore-Verbrecher, hä? Ey, die NWO, ja, die richtige NWO, die ist in meiner Augenbraue und die sendet durchs ganze Universum. Da muss ich jetzt nicht aussehen wie ein Alien, weil dann würdest du sterben. Ja? Weil das Problem ist, okay? Verstehst du? Und mir tut der Zahn weh. Mir werden ständig Schmerzen gemacht. Mist, da müssen wir nicht mehr alles still und rumfragen, wer das macht. Dieser Kontakt hat uns verlassen und hat nicht eingesehen, dass er mir helfen muss. Obwohl ich die ganze Zeit für sie da war und immer wenn sie irgendwie eine Kleinigkeit Drogen gebraucht hat, weil sie alkoholabhängig war, habe ich ihr was besorgt, dass er nicht zum Alkohol weitergreift. Ja? Und jetzt, wo ich ihre Hilfe brauche,
und sie mithelfen soll, dass einfach wegen Sicherheit aufgebaut wird, weil ja alles nur in Ungnade bringen und die Stimmung kaputt machen und die Menschheit versauen, ja. Und alle gegeneinander aufhetzen, hä? Denkt sie doch nicht mithelfen zu müssen, hä? Das werden wir mal sagen, dass wir vernünftig alles zusammen mit ihr besprechen, was sie sich da einbildet, mit zu sagen, ich wäre Assi, hä? Ich bin Sicherheitsleitung, ja. Und das ist kein Assi, Alter. Das beschützt solche vor der Übernahme. Weil ich habe auch schon mit ihr mein Minority-Report Kontakt gehabt und der hat mich fast mein Bewusstsein übernommen. Der hat so tief in meine Gedanken eingesprochen, der hat mich fast aus dem Körper geholt. Und das ist einfach nicht lustig. Und da hat die zu parieren, wisst ihr? Und das müssen wir begreiflich machen. Weil Mutter, hä? Mit vier Bilder, ein Wort, hä? Mit so einem Mann an Beschäftigung, hä? Was ihr euch da gegeben habt. Hat schon die Arme geholfen. Weil du nicht drauf gekommen bist. Und das ist ja wirklich, weiß ich nicht, sie hat mir auch mein Krokodil aus Perlen gebaut. Das ist ja nicht so, dass er gar nichts kann, weißt? Aber wenn es dann nicht zu mir hält und das in Kriegszeiten, hä? Dann müssen wir es dazu bringen. Weil Krieg geht alle was an. Weil ich tue mir bloß auch freundlich und lieb, aber bloß um mir Scheiße auch zu überdünschen, Alter, was er im Endeffekt mich ernten will und mit meinem Ruf, Alter, in der Stadt die Leute ankauken will, Alter, keine Ahnung. Und dann die Kinder fressen will, Alter, diese scheiß Menschenherrserin, Alter. Weißt du wie? Und dann reicht sie sich auf, wenn man mit 20 Euro zum Einkaufen gehabt soll, Alter. Diese scheiß verfickte Fotze. Denkt aber ihr Leben lang drüber nach, wie sie mich vermarkten kann. Schon seit ich 4 Monate bin. Toll, gell? Hab mein Vater schon unter der Erde gebracht, dieses Drecksvieh. Wenn euch irgendeiner bedroht, ist es zur Abwehr gedacht. Oder sonst damit zusammenzuhalten, Nadine. Ich bin im Livestream eingeschlafen und irgendeiner hat gesagt, Alter, ich hätte schon wieder gesagt, ich will mich irgendwie vergiften, Alter, oder was weiß ich, Alter. Die spinnen nämlich komplett. Die sollen mich nämlich alle am Arsch lecken, Alter, aber komplett alle. Ja, ich mach schon wieder TV-Stream-Konto, aber. Oh, oh Mann. Im Moment, Alter, geht mir schon wieder alles auf den Sack, Alter. Wenn die Bullen wollten, mich schon wieder einsperren, Mann. Was will ich damit, Alter? Ich bin schon wieder bedient, Alter. Bin schon wieder Babsat, ey. Sag mal, wolltest du dich nicht drum kümmern, Alter, dass ich an die Videos rankomme? Hä? Irgendwie hast du da noch nicht deinen Arsch gekriegt, hä? Du wolltest mir ein WhatsApp schicken und nichts. Was ist passiert, Alter? Was ist denn mit dir, Flachzange? Hä? Willst du mich komplett verarschen, oder was? Ihr wolltet heute da sein. Ich habe noch nichts von dir gehört. Meld dich! Guck mal, hier im Treppenhaus ist ein Roll. An einem Roll kann man eine Schnurlage finden, die dann hier über meine Gitarre hier festklemmt. Hier, guck, kann nichts passieren. So, maximal so, hä? Also maximal so, weißt du wie? Geht nicht höher. Und dann vorne über meine Gitarre, dann quasi da runter. 6. Stock ist hoch. So, hä? Und da unten, was ich dafür stelle, das will ich quasi durch. Warte, ich erzähl's dir. Hier guckst du, sah doch meine Tür aus, verdammt, was willst du da zu sagen? Das ist, naja, von wegen Arbeit der Schließfach, ich mag hier. Ja, geheim hier. Aber cool auf jeden Fall, weil ich kann immer Zimmer rauchen. Und das ist schon mal richtig, richtig luxuriös. Und ich habe hier ein Playstation, ein Senseo und mein Zigarettenstopfgerät. Hier ist mein Senseo. Ich trinke gerade einen Kaffee. Also, gar nicht so übel. Aber ich habe 2 Monate in der Psychiatrie, Alter. Ja, und rasieren muss ich mich, ich weiß. Du könntest mir auch so eine Videobotschaft schicken, da würde ich mich voll freuen. Ich habe mich ja schon übelst gefreut, Alter, wie ich überhaupt dein Bild mal wieder gesehen habe, ey. Du Nudel. Ja.
Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt von dir weg bin. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch. Da bin ich da in der Nähe. It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally. And I will see my dream come alive at last. I will touch the sky, and I'm not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind. There's the heart.